Guten Abend allerseits. Ich darf Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich begrüßen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe Europagespräche. Herzlich willkommen. Ganz besonders herzlich willkommen darf ich einen geschätzten Kollegen nennen, der heute zu uns den Weg nach Hildesheim gefunden hat, Kollegen Professor Max Kerner. Und Sie werden sich immer wieder mal fragen, wie kommt der Organisator dieser Vortragsreihe zu den Referenten? Und es sind manchmal Zufälle. Wir haben uns zum ersten Mal begegnet im Rathaussaal der Stadt Aachen anlässlich der Preisverleihung des Karlspreises letztes Jahr. Und wir hatten das Glück, dass wir an der Seite, im Seitenteil des Saales, in der letzten Reihe saßen. Und wir waren mit die Ersten, die da saßen, in großer Erwartung und Ergriffenheit anlässlich der zu ehrenden Preisträgerinnen, drei weißrussische Exzellentinnen. Und ich saß neben dem besagten Herrn Kerner, wir kamen ins Gespräch und so lernt man sich kennen. Und dann war für mich auch klar, ich sitze neben einem der besten Kenner der Biografie Karls des Großen. Und dann musste ich, Schamröte geriet in mein Gesicht, feststellen, 15 Jahre Europagespräche ohne Karl der Große, das geht unmöglich. Also muss Kollege Kerner zu uns kommen. Herr Kerner hat an der Universität zu Köln sein Fach, seine Leidenschaft studiert. Er hat promoviert zum Dr. Phil, allerdings in Aachen, zum Dekret des Bischofs Burchard von Worms. Habilitiert hat er sich im Jahr 1974 in Aachen über Studien zum Polykratikus des Johannes von Salisbury. Die Professur für mittlere und neuere Geschichte an der Rheinisch-Westfälischen Hochschule Aachen hat Herr Kerner seit 1980 inne. Er war auch hochschulpolitisch sehr aktiv, Dekan der Philosophischen Fakultät in den Jahren 1982 bis 1984. Er war Mitglied des Rektorats in den Jahren 86 bis 91, Sprecher des Forums Technik und Gesellschaft und bis 1999 war er auch Vorstandsvorsitzender des Außeninstitutes der RWTH Aachen. Sie werden sich vielleicht auch fragen, Karl der Große, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, was hat das mit Karl zu tun? Das werden Sie heute auch erfahren. Und da gibt es einen durchaus sehr direkten historischen Zusammenhang. Und Herr Kerner hat sich einen Namen gemacht, indem er im Jahr 2000 den Deutschen Historikertag nach Aachen geholt hat. Das war der 43. Deutsche Historikertag. Er war auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates zur Krönungsausstellung im Jahr 2000, Könige in Aachen, Geschichte und das Thema des heutigen Tages, Mythos. Vom Wintersemester 2002 bis 2003 bis ins Jahr 2008 war Herr Kerner auch Senatsvorsitzender in Aachen an der RWTH und in den Jahren zuvor, 2002 bis in das gleiche Jahr 2008, eben auch der Inhaber des Lehrstuhls für mittlere Geschichte und Direktor des Historischen Instituts und Sprecher des Wissenschaftlichen Beirates zur Vorbereitung des Aachener Karlsjahres im Jahre 2014. Wenn Sie das Oeuvre von Kollegen Kerner studieren, dann werden Sie feststellen, es gibt eine Reihe von Schwerpunkten, von Forschungsschwerpunkten. Es ist die Rechtsgeschichte, die kirchliche Rechtsgeschichte, die Geschichte der Ideen, also politische Ideengeschichte, aber auch, und das ist vielleicht für unsere Stadt, speziell für das Bistum Hildesheim vielleicht noch interessant, Fälschungen haben ihn auch beschäftigt. Fälschungen im Mittelalter, insbesondere um Karl den Großen. Eine Fülle von Werken darf ich Ihnen nennen. Das Thema die Institutio Traiani, in Leipzig 1992 erschienen. Viele andere spannende Titel, wie Technik und Angst zur Zukunft der industriellen Zivilisation, 1997 erschienen. Der vernetzte Mensch, schon sehr früh das Thema aufgegriffen, 1999. Eine Welt, eine Geschichte, Fragezeichen. Das ist München 2001 erschienen. Oder auch der künstliche Mensch, ein Jahr später, im Jahr 2002. Technik, Welt, Kultur, 2003. Und dann unser Thema von heute, Karl der Große. Ein Mythos wird entschleiert, 2004. Weitere Titel darf ich noch nennen. Gespaltene Welt, dahinter ein Fragezeichen. Technikzugänge in der Wissensgesellschaft, 2006.
Dann in Jena bei Diederich erschienen die Biografie, Karl der Große, eine Biografie. Aber es geht nicht nur um Männer im historiografischen Werk von Max Kerner, es geht auch um die Päpstin Johanna, Biografie einer Legende, 2010. Mittelalterliche Fake News, Fragezeichen, zum Mittelalter als Welt der Fälschungen. Ein Beitrag, der ebenfalls Erwähnung findet, gemeinsam mit Kollegen und einer Kollegin vom Umgang mit Fake News, Lüge und Verschwörung. Das ist in Aachen 2002 in Herausgeberschaften, darf ich noch erwähnen. Ich zitiere, also ein Zitat, eine finstere und fast unglaubliche Geschichte, Zitat Ende, Fragezeichen, medievistische, also mittelalterliche Notizen zu Umberto Ecos Mönchsmann, der Name der Rose, dritte Auflage 1988, und Karl der Große und sein Nachwirken, 1200 Jahre Kultur und Wissenschaft in Europa, zwei Bände, 97, 98 erschienen. Lieber Kollege Kerner, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg mit der Deutschen Bahn relativ rechtzeitig nach Hildesheim gefunden haben. Ein bisschen gespannt auf Ihre Ausführungen und freuen uns auf Ihren Vortrag. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme. Herr Gehler, auch für die Einführung. Man ist ja selbst verwirrt, wenn man hört, was man so alles gemacht hat. Und ich will jetzt nicht über meine Biografie hier reden, aber eins würde ich doch schon sagen wollen, die Titel sind ja sehr weit auseinanderlaufend. Sie haben ja nicht nur Geschichte zum Gegenstand, sondern eben auch die technische Welt der Moderne. Dazu sind Sie gehalten und gefordert, wenn Sie an einer technischen Hochschule arbeiten. Sie haben gar keine andere Chance, als den Versuch zu unternehmen, Tradition und Moderne auf eine adäquate Weise miteinander zu verbinden. Dafür gibt es viele Themen, einige sind dafür genannt worden. Eine wirkliche Herausforderung, die im Wesentlichen durch das interdisziplinäre Gespräch, das ist das Gespräch mit einem Maschinenbauer, mit einer Medizinerin, einer Biologin, und zum Schluss habe ich dann noch versucht, in meiner Tätigkeit doch im Senat, als wir Exzellenzhochschule wurden, anzuregen, dass wir die Studierenden mitnehmen. Daraus ist ein Projekt geworden, das heißt das Projekt Leonardo, und versucht den Studierenden über den Tellerrand ihrer eigenen Fächer hinaus sozusagen die Welt der Moderne nahezubringen. Und zwar immer im Sinne von Schnittstellen. Also irgendwas, bin ich zu nah dran? Ja, Sie müssen sagen, wenn das... Sie haben ja alles im Blick, dass, wenn man hier zu näher an dem Mikrofon kommt, dann gibt es diese Untergeräusche. Nein, nur noch ein Satz dazu, über den Tellerrand der Fächer hinaus, die allen Studierenden Fragen der modernen Welt nahezubringen aus der Sicht von Ingenieur- und Naturwissenschaften und immer kombiniert an Schnittstellen von einem Gesellschafts- und Kulturwissenschaftler. Das ist eine faszinierende Herausforderung mit Dingen, mit denen man sich, als ich mich mit Burkhard von Worms und seiner Kirchenrechtssammlung beschäftigte bei der Promotion, dachte ich ja im Leben nicht daran, dass ich mal bei solchen Themen landen würde. Aber wenn Sie mithalten wollen und wenn Sie wollen, dass die Tradition auch noch eine Antwort hat auf Fragen der Moderne, müssen Sie so etwas machen. Und das könnte ich Ihnen in der Diskussion an vielen Beispielen klar machen, aber das ist gar nicht hier mein Auftrag. Mein Auftrag ist, über ein bestimmtes Thema zu reden. Bedankt habe ich mich schon für die schöne Introduktion. Ich kann aber, muss noch eine zweite Vorbemerkung machen. Ich habe natürlich, jeder hat Schuber von Erinnerungen. Und da sammle ich alles Mögliche und ich bin noch verschiedentlich in Hildesheim gewesen. Und da habe ich mal vor Jahren einen Reisebericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gab es mal eine Reihe drei Tage. Und diese drei Tage gab es auch mal über Hildesheim. Und da steht der wunderbare Satz, das sei nicht einfach ein Ort zwischen Kassel und Hannover, sondern sei eine kleine Großstadt voller sakraler und antiker Kostbarkeiten von Weltrang, mit einer pittoresken Fachwerkwelt oder Vierteln, einem jahrtausendalten Rosenstock und einem Marktplatz, der ganz alt so aussieht, wie doch ziemlich neu ist. Hildesheim steckt voller Überraschungen. Ja, das wissen Sie besser als ich und so. Und ich verbinde das mit einem Doppelgruß. Ich komme ja nun aus Aachen, ich komme aus dem Rheinland und der Bernwacht von Hildesheim, 1993 in einer großartigen Ausstellung hier gefeiert. Dieser Bernwacht war der Vertraute der TU Fanu.
Ich bin nicht heute da gewesen, aber sie ist ja bekanntlich in Köln begraben in einer Kirche. Die Rheinländer sagen Pantaleon, aber das ist natürlich völlig falsch, das ist ja ein griechisches Wort, Pantaleon. Das ist eine Pfarrgemeinde mit einer wunderbaren romanischen Kirche und einer solchen Grabanlage, der Theophanu. Und ihr Sohnemann, der Otto der Dritte, der ist im Aachener Dom begraben. Leider ist davon nicht mehr viel erhalten. Da könnte ich Ihnen auch in der Diskussion ganze abenteuerliche Geschichten von erzählen. Aber er hat sehr großen Wert gelegt darauf, dass er an der Stätte begraben ist, an der Karl der Große begraben war, weil er die Herrschaftsidee Karls des Großen mit seiner eigenen Konzeption, leider ist er viel zu früh gestorben, verbinden wollte, was er dann leider nicht geschafft hat, weil er schon in den 20er Jahren, dann mit 27, glaube ich, gestorben ist, 1002. Das ist sozusagen meine Introduktion. Eine, die was mit meiner Tätigkeit an einer technischen Hochschule zu tun hat, und andererseits eine kleine Hommage an Hildesheim und an den heiligen Bernhard und die ganze Umgebung der Theophanu, eine großartige Frau, und Otto der Dritte. Darüber könnte man auch lange reflektieren. Aber ich bin ja zu anderen hier eingeladen und das will ich jetzt mal beginnen, damit Sie nicht sagen, der spricht überhaupt nicht über sein Thema. Ich rede nur über alles mögliche andere. Ich muss mich ab und zu umdrehen dürfen. Nein, ich habe Sie ja hier, was abläuft. Und wenn es zu schnell ist, dann müssen Sie sagen, müssen Sie mir ein Zeichen geben. Ich richte mich da ganz nach Ihnen, denn Sie sollen das ja, sollen was mitnehmen. Und ich muss alles daran setzen, dass das auch einigermaßen gelingt. Fangen wir mal an und ich zeige Ihnen, achso, ich habe die PowerPoint-Präsentation unterlegt mit einer Statue. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu jeder Geschichte, jedem Bild eine Geschichte erzähle. Dann sitzen wir noch um Mitternacht hier. Ich muss also sehen, dass ich ein bisschen Tempo mache. Sie müssen das fragen, wenn Sie das hinterher etwas näher geschildert haben. Und diese Statue hat eine Geschichte. Das ist die Statue von Karl dem Großen aus der Zeit um 1200. Sie stammt aus einem wunderschönen Kloster in Müstair. Das ist ein Benediktinerinnenkloster St. Johann, südlich von Chur. Möglicherweise gegründet von Karl dem Großen, das werden Sie heute noch öfters hören, also möglicherweise gegründet von Karl, ist nicht ganz unwahrscheinlich, aber das ist wohl eine Ausgangsposition auf den Italienzüge gewesen, wie dem auch sei. Und dort hat man um 1200 diese Statue entsprechend entwickelt, geschaffen. Jetzt werden Sie fragen, wie kommt diese Statue nach Berlin? Das ist nämlich das Bild. Der Bundespräsident, Sie sehen das ja da unten, erhält doch von dem Preis Bundespräsidenten der Schweiz, das ist Pascal Couchepin, der am 4. April 2003 Karl den Großen nach Berlin bringt. Heute ist diese Statue eingangs, in der Eingangshalle des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Das ist ja eine Rätselaufgabe. Wie kommt die Statue von Müstair in der Kopie, ja, aus der Schweiz nach Berlin? Könnte ich Ihnen eine lange, lange Geschichte zu erzählen. Das hat also was mit einem Botschafter zu tun, der nicht ganz die Chancen des Diplomatischen so eingehalten hat. Der ist dann abgezogen worden und als kleines, ich erzähle das nicht weiter, also jedenfalls, der als kleines, kleine Entschädigung hat der Schweizer, hat die Schweiz es für richtig gehalten, sich zu entschuldigen bei den Bundesrepublik Deutschland, damals vertreten durch Johannes Hau, als Bundespräsident 2004 und 2003. Und im Umfeld dieser Geschichte der Übergabe gab es ein Kolloquium über Karl den Großen, veranstaltet von der Schweizer Botschaft. Das ist die Geschichte. Details könnte ich Ihnen Menge erzählen, muss ich unterdrücken, aber damit Sie wissen, was das für eine Statue ist. Also, aus Müstair, Kopie in Berlin, damals wegen irgendeines Sonderfalls des Schweizer Botschafters und dann jedenfalls dann an das Deutsche Historische Museum. Wenn Sie mal nach Berlin kommen sollten und in die Eingangshalle kommen sollten, werden Sie Karl den Großen da finden und werden auch wissen dann, wie kommt der nach Berlin. Das ist ja auch nicht ganz so selbstverständlich. So, ich habe Ihnen einen Einleitungstext geschrieben, den haben Sie ja dann wahrscheinlich auch irgendwie vermittelt bekommen. Also was haben die Legenden, steht da, der letzten 1200 Jahre nicht alles aus Karl dem Großen gemacht, ein großer Herrscher, Vater Europas, Kreuzzugsheld, heiliger Bekenner, aber auch provozierende oder provokante Urteile. Was war er wirklich? Ist ja immer eine sehr schöne Frage von Historikern. Ein bedeutender Europäer, ein antimuslimischer Heros oder ein Mustergermane?
wie geht die Geschichtswissenschaft mit solchen Deklarationen um? Ja, und dann die geradezu abenteuerliche These, gerade große habe gar nicht existiert. Da gibt es ja einen Informatiker, den Namen nenne ich nicht, die Damnatio Memoriae, zwingt mich, den Namen nicht zu nennen. Ja, der behauptet, Gallicus habe nicht gelebt. Wir haben uns eine Zeit lang von der Medievistik auch mit dem auseinandergesetzt, auch darüber in der Diskussion gerne mehr. Also wir sind alle heute fest und überzeugt, dass Gallicus existiert hat und dass vielleicht seine sterblichen Überreste in dem Karlsschrein heute, das sind gut 90 an der Zahl, noch erhalten sind und dass er über das, was er historisch geleistet hat, in vielerlei Urkunden und Texten, Kapitularien nennt man diese Gesetzestexte, oder aber in narrativen Texten, in Chroniken oder Annalen, die sich sozusagen uns überliefert hat. Und Einhard, im Grunde sozusagen die mittelalterliche Herrscherbiografie in Anlehnung an den antiken Autor Sviton geschaffen hat. Dieser Einhard hat durch eine wahnsinnige Verbreitung von Handschriften, weit über 120 Handschriften, das ist in der damaligen Klerikergesellschaft sehr, sehr viel, entsteht ein sozusagen vernetztes Wissen. Also das, was wir heute anders digital machen, das machten die damals mit Handschriften. Und dann entstand ein ganz bestimmtes Bewusstsein und diese Geschichten werden dann transportiert und so wurde dann der Karl der Große durch den Einhard beispielsweise so etwas wie ein Idealherrscher. Weil er, der Einhard, dem Sohn von Karl dem Großen, das ist Ludwig der Formel, der hat ja auch mit Hildesheim das ein oder andere zu tun, dieser Sohn sollte gesagt bekommen, wie man richtig herrscht und regiert. Das wollte Einhard ihm sagen und hat ihm da zwei große Idealtugenden vermittelt. Das eine war die Magnanimitas, die Großherzigkeit, das andere war die Constantia, das war die Standhaftigkeit. Das sind zwei antike Herrscherideale, die er nun, er Einhard, an dem Vater festmachen. Er ist ja 814 gestorben, die Biografie, ich weiß nicht so ganz genau, um 830 entstanden, sagt er das Ludwig in Form. Das also ist diese Frage mit dem kulturellen Gedächtnis und den Einschätzungen und so weiter und so fort. Also kurz und gut, wir haben genug Quellen, um heute sagen zu können, es dürfte ihn wohl gegeben haben, diesen Kalendus. Das war ja der Ausgangspunkt mit dieser abenteuerlichen These. So, was will ich machen? Ich werde eine Einführung machen. Ich werde etwas, eine kleine Wanderstraße der Erinnerung mit Ihnen durchgehen, sehr schnell. Viele Bilder zeigen, so eine Art Bildgalerie oder Bildergalerie, an denen Sie das festmachen können. Dann habe ich drei Vertiefungsangebote. Das ist kultisch, literarisch, ideologisch. Der Gelo oder Sie anderen müssten sagen, wenn es zu lang und zu viel ist, kann ich das auch jederzeit abkürzen. Aber auf was ich nicht verzichten werde, das ist die Ausblickfrage, hat Karl der Große noch eine Zukunft? Das hat mit dem Thema zu tun, was ich Ihnen einleitend gesagt habe. Haben solche Themen des Historischen überhaupt noch eine Chance? Auch natürlich bei Liebhaberinnen und Liebhaber der alten Welt ist das kein Problem. Aber in unserer modernen Gesellschaft und bei der Jugend der Welt, oder wie man das immer so schön ausdrückt, ist das schon eine große Herausforderung. Und da muss uns schon was einfallen, wenn man so etwas sagen will und behaupten möchte. So, also fangen wir mal an. Ich mache also gerade große zwischen Geschichte und Gedächtnis meine Einführung. Habe dazu Ihnen ein wunderbares Bild, finde ich, mitgebracht. Alfred Rekel, auch ein großer Name in dem ganzen Karl-Mythos, dem 19. Jahrhundert, eine großartige Malerei, nicht zuletzt im Aachener Krönungssaal gemacht hat. Und der hat Vorstudien gemacht, wie Sie hier sehen, und hat den Kopf eines verschleierten Karls gemacht. Also das ist ein berühmtes Sudarium, die mittelalterlichen Herrscher, heute die Päpste auch, ich weiß nicht, ob man es beim Benedikt gemacht hat, bekommen normalerweise ein Tuch über das Haupt, das gehört also zur entsprechenden Begräbnistradition der Antike. Und dieser Schleier, der sitzt da verschleiert, in einem ganz bestimmten Fresko des Grabkreises Großen ist das, Otto der Dritte entdeckt das und sieht ihn da. Und da sitzt Karl der Große auf dem Thron mit allen möglichen Insignien und hat einen Schleier. Und das, was ich hier beschreibe, ist ja den verschleierten Karl. Alle Welt hat immer wieder diesen Karl aus unterschiedlichen Gründen verschleiert. Wenn wir jetzt diesen Schleier heben, besteht natürlich die Gefahr, dass das Bild sozusagen zerfällt. Wenn ich das mal sozusagen direkt so realitätsnah beschreibe. Also man muss sehr vorsichtig mit diesem verschleierten Karl umgehen, wenn man ihn beschreibt. Aber wie ich hier beschrieben habe, die Majestät des unverwesten Herrschers und die Hoheit seines erloschenen Antlitzes, das ist der Tenor dessen, was ich hier so darstellen will. Also jetzt kommt eine Wanderstraße.
der Erinnerung Bilder. Das älteste und bekannteste ist diese berühmte Metzner-Reiter-Statuette. Die ist um 870 gegossen worden, wahrscheinlich in Metz, befindet sich heute im Louvre, wie Sie da sehen, eine imposante Gestalt, eine mit einer Pagenfrisur, einer Lilienkrone, Schnurrbart, mächtiger Skin, fülliger Leib, ähnlich wie Einhard diesen Karl in seinem 22. Kapitel seiner Karlsvita beschrieben hat. Und es gibt Historiker, einen, der gesagt hat, du hast ja einen Schramm in diesem Bild, er lebt mit größerer Entschiedenheit als jedem anderen der erste Kaiser des Abendlandes in der Geschichte vor. Wie dem auch sei, Sie werden sehen, dieses Bild wiederholt sich immer wieder. Wir werden das in dem Vortrag, werden wir diesem Bild immer wieder begehen. Das ist nur eine kleine Statuette, ja, eigentlich ein unscheinbares, der ist ja viel zu groß für den Gaul. Also ich komme ja aus einer Reiterstadt in Aachen. Ja, das wäre ja viel zu klein für diesen Kerl, der da drauf sitzt. Nicht? Und so, da würde jeder Reiter sagen, da muss der Gaul muss ein bisschen größer sein, damit man da entsprechend. Also wie dem auch sei, ist nicht so wichtig. Erstes Bild. Zweites Bild. Vor dem Karlsschrein, das ist der Schrein, in dem die Gemeinde Karls des Großen heute ruhen, um 1200 entstanden. Karl der Große mit einem Modell des Aachener Münsters, wie Sie da sehen, mit dem Lilienzepter zwischen Papst Leo III. Und dem Bischof Dopin. Die sehen Sie hier nicht so richtig, weil die verdeckt sind. Das ist aber auch nicht ganz so schwierig. Das ist also der Leo. Und Sie sehen immer in diesen Arkaden, da gibt es die Beschriftungen. Da steht dann also beispielsweise hier Sanctus Carolus Imperator und also Heiliger Karl der Kaiser. Mit dem kleinen Modell seiner Marienkirche und einem sogenannten Lilienzepter. Und hier der Leo und hier der Topi. Warum die da sind, werde ich Ihnen vielleicht gleich beim Karlspreis entsprechend zeigen. Das ist das eine. Weiter, das ist das bekannteste Bild in Aachen. Das ist die sogenannte Karlsbüste. Wie Sie hier sehen, modelliertes Gesicht, weit geöffnete Augen, stilisierte Haarpracht. Die Krone, die ist wahrscheinlich in der Tat 1349, die Krone, die Karl IV. Bei seiner Krönung getragen hat, ein goldener Mantel mit dem Adlermotiv. Darunter befindet sich so etwas wie der oktogonale, ein oktogonaler sozusagen Kasten, der achteckig ist und der die Lilien hat. Und man hat immer geglaubt, das stimmt historisch nicht, der Karl hat gar keinen Wappen gehabt, das ist ein Fantasiewappen, das ist der Adler und die Lilie, das ist Deutschland später und das ist Frankreich. Und man meint, Karl der Große habe sozusagen diese beiden Symbole miteinander verbunden. Das ist allerdings nicht ganz so richtig, auch schon ein Mythos. Aber das Kostbarste in dieser Büste ist eine Schädelkalotte. Sie können sozusagen den Schädel öffnen, dann sehen Sie den Schädel, so ein Kopfgucker. Das heißt also, Sie können von oben da reinschauen und wenn es der Schädel Karls des Großen ist, das ist ja bei diesen Dingen immer mit entsprechender Zurückhaltung. Deswegen, weil wir von dem Restschädel nichts mehr haben. Ich habe dem Dompropst in Aachen schon oft gesagt, schauen Sie mal, haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wo der Restschädel ist? Wir haben die Kalotte. Ja, wir haben in dem Karlsschrein alle möglichen, was weiß ich, Ellbogen, also viele Einzelteile des Gerippes, aber den Kopf haben wir nicht. Wo ist der Restkopf Karls des Großen? Eine Preisfrage. Das sozusagen Sie verdienen. Aber es ist ein sprechendes Reliquiar, das nennen wir deswegen sprechendes Reliquiar, weil die Darstellung des Reliquiars immer mit der Reliquie verbunden ist. Weil die Schädelkalotte, nimmt man den Schädel, der ist natürlich idealisiert, der ist stilisiert, das ist ganz klar. Aber wenn in Aachen heute irgendetwas Besonderes ansteht, das ist sozusagen das Stück, was man nimmt. Früher wurden die Könige, die in Aachen gekrönt wurden, die wurden am sogenannten Kölner Tor empfangen, im Osten von Aachen. Die Geistlichkeit der Marienkirche zog mit Karl dem Großen sozusagen dahin, um diesen zu krönenden König dann entsprechend zu begrüßen. Wenn schon, denn schon. Das heißt also, wenn Karl der Große, dann mit dieser Büste, mit der Karlsbüste. Das ist Dürer, auch ein ganz berühmtes Bild. In Dürer, in Nürnberg, gibt es ja die entsprechenden Reichskanonien, die da eine Zeit lang, heute sind sie in Wien, auch eine lange Geschichte. Das ist das Schwert, das ist der Reichsapfel, das ist die Krone. Und in dieser entsprechenden Kammer sollte eben ein Bild entstehen und dafür hat Dürer dieses Bild gemacht, 1512. Da sollte das hängen. Heute hängt das in Aachen im Rathaus oder beziehungsweise bei dem Sohn Charlemagne.
Das ist, denke ich, auch eigentlich. Die haben Sie hier das wieder mit dem Wappen, hier oben diese Linie und den Adler und die entsprechende Dalmatika, die Adler-Dalmatika, dieses kostbare Gewand, das der Herrscher dort als Kaiser trägt und so weiter. Große Kunze, das ist das von den Bildern zu den Orten. Der wichtigste Ort für die Karlserinnerung ist vielleicht nicht so sehr der Karlsschrein mit den Gemeinden, das ist auch. Aber in der Aachener Kirche im Hochmünster haben wir einen Thron stehen. Über diesen Thron könnte man einen eigenen Vortrag halten. Warum? Weil wir erstens nicht wissen, ob Karl der Große je auf diesem Thron gesessen hat. Deswegen spreche ich auch immer nur vom sogenannten Karlsthron. Selbst wenn dieser Thron in der Zeit Karls des Großen in Aachen gewesen sein sollte, ist die Frage, war es ein Herrscherthron, Sie werden es gleich sehen, oder ein Reliquienthron. Eins ist sicher, als in Aachen die Krönungstradition mit Otto dem Großen begann 936, dann über 600, knapp 600 Jahre bis 1531, sind mehr als 30 römisch-deutsche Könige da gekrönt worden, da war das der Krönungsthron. Und als der Karl der Große dann 1165 heilig gesprochen wurde, da hat man das zu einem Kultthron für Karl den Großen gemacht. Ein Kultthron, unter dem man auch durchkriechen kann. Also hier sehen Sie, die Menschen sind hier durchgekrochen. Das ist also die heutige Formation dieses Thrones, ob die immer so gewesen ist, eine große Frage. Jedenfalls, wir haben hier an den Pfeilern, die sind abgerieben, die Menschen sind da durchgekrochen. Wenn Sie mal Reliquienscheine sehen, die sind immer so hochgestellt, dass die Menschen da drunter gehen und die Kraft, die von diesem Heiligen ausgeht, sozusagen auf sich ziehen. Das macht man hier, indem man unter den Thron durchkriegt. Aber, jetzt wieder zur wissenschaftlichen Seite, da ist alles daran zu diskutieren. Erstens der Marmor. Das ist ein Stück des alten Marmors aus der alten Marienkirche, die Karl der Große sie gebaut hat. Hier gibt es 6 Stufen, 4 von den Stufen sind aus einer geviertelten Säule. Und dann haben sie diese entsprechenden Marmorplatten und die sind mit Graffiti übersät. Da ist die große Frage, wo kommt dieser Marmor her? Auch eine Rätselfrage. Die Aachener glauben, der kommt natürlich aus Jerusalem. Und nicht aus irgendeinem Ort in Jerusalem, sondern aus der Grabeskirche in Jerusalem. Und in der Grabeskirche von Jerusalem hat die Kaiserin Mutter Helena diese Grabeskirche bauend, das mit Marmor ausgestattet. Und diesen Marmor hat sie genutzt von einem Venustempel, den der Kaiser Hadrian zu Beginn des 2. Jahrhunderts, dort nach der Zerstörung Jerusalems, sozusagen hat das heidnisiert und paganisiert. Golgotha wurde mit einem Venustempel ausgestattet. Also Venustempel, Grabeskirche, Aachener Krönungsthron. Ja. Also wenn das nicht eine Steigerung ist, dann beweise ich es nicht. Aber die Frage ist, ist das wahr? Kann man das beweisen? Und wir rätseln in Aachen schon lange daran rum. Es wäre ja eigentlich ganz leicht, aber machen Sie das mal. Wir haben ja diesen Marmor noch in der Grabeskirche. Man könnte sich ein kleines Pröbchen hier aus diesem Marmor nehmen, mit diesem Pröbchen nach Jerusalem fahren. Aber wenn es Ihnen gelingt, in Jerusalem ein Pröbchen Marmor aus der Grabeskirche, bekommen Sie von mir was extra, wie man im Rheinland sagt. Fast unmöglich. Also wie dem auch sei, das ist die Lesart. Und die Lesart ist eben die Frage, ob das immer so gewesen ist, denn schauen Sie mal, man nennt das Plinthe, die ist so miserabel gearbeitet, dass das nicht von Karl dem Großen sein kann, das muss später sein. Aber die Frage ist, wie ist es mit dem Marmor und wie ist es mit dem Graffiti? Dieser Marmor ist übersät von Graffiti. Da sind also beispielsweise hier an diesen Stufen, die Außenstellen, sind voll von Einritzungen der unterschiedlichen Art. Da ist so ein, früher sagte man im Rheinland BX, also die Shiro, das Christus, das Christuszeichen oder ein Kreuz auch mit dem Golgotha, Hügel und so weiter. Also kurz und gut eine Vielzahl solcher Ideen, die da zusammenkommen. Ich will sie jetzt nicht überschütten, was man alles über diesen Thron gesagt hat. Jedenfalls hochgetürmte Theorien, das macht man ja gerne bei solchen Gelegenheiten, aber was wirklich beweisbar ist, das ist eine große. Es ist auf jeden Fall der Krönungsthron gewesen, es ist der Verehrungsthron Karls des Großen. Ob es aber in Karls des Großen Zeit schon, achso, ich muss Ihnen mal ein paar entsprechende Autoritäten nennen, also Percy Anstrom, stummer Zeuge von über 1000 Jahren deutscher Vergangenheit, Jürgen Petersson, ortsfestes Herrschaftssymbol, oder Erich Meuthen,
ein armer übrigens, lange in Bern, später in Köln, Mittelalterforscher, Ausgangspunkt des geschichtlichen Ranges von Aachen. Das ist wahr, aber als Krönungstor ist es die Sede Scaroli, hat Karl der Große da je draufgesessen. Als der amerikanische Präsident Clinton im Jahre 2000 Aachen besuchte wegen des Karlspreises, hatte der Dompropst, der sprach nicht so gut Englisch, der sagte, wenn der amerikanische Präsident noch eine Frage stellt, dann muss mir geholfen werden. Dann hatte er einen Native Speaker aus Neuseeland, der stand bereit, der konnte aber da nicht stehen, weil der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder kam und sagte, was haben Sie hier zu suchen, gehen Sie mal zur Seite. Und es kam, wie es kommen musste, der Präsident fragte, darf ich mich mal da draufsetzen oder hat gerade Große da drauf gesessen oder was weiß ich was. Ich habe den Dompropst immer geärgert und habe gesagt, was hat er Sie eigentlich gefragt? Er sollte auf mit solchen Fragen. Ja, Sie wissen ganz genau, wie das damals abgelaufen ist. Das war ein bisschen verwirrend. Also kurz und gut, man weiß es nicht. Aber es ist jedenfalls der Krönungsthron und es ist vielleicht in der karolingischen Zeit, und das ist meine persönliche Überzeugung, weil es die beste Möglichkeit ist, es ist so etwas wie ein Reliquienthron. Denn dieser Thron ist merkwürdigerweise am hinteren sozusagen Ausgang mit einer offenen Stelle ausgestellt. Da kann man also etwas reinstellen. Und der alte Dombaumeister Josef Buchkremer sagte immer, da stand die Stephansmose drin. Was ist die Stephansmose? Ein sehr kostbares Dose, eine Tasche sozusagen. In dieser Tasche war Erde von dem Martyriumsplatz des heiligen Stephanus in Jerusalem. Nicht. Auf jeden Fall, es wurde so verehrt. Stephanus ist ja nun der große Erzmärtyrer. Also wenn Sie in der katholischen Tradition groß geworden sind, werden Sie wissen, der zweite Weihnachtstag ist immer ein solcher, der mit roten Gewändern, und rote Messgewänder bedeutet Martyrium. Und dieses Stephansfest hat einen hohen, das ist der erste Märtyrer, der für das Christentum gestorben ist. Er gilt also, hat eine höchste Wertschätzung, heute vielleicht nicht mehr so. Viele wissen das ja gar nicht mehr, aber in der damaligen Zeit ja. Und wer Erde von dem Martyriumsplatz des heiligen Stephan, ja, ich bin es, also kurz und gut, dann wäre das eine wunderbare Idee. Die Idee, die finde ich also persönlich sehr schön, der Heteromasia. Das ist der leere Thron, der in vielen Kirchen der östlichen Welt zu finden ist, der entweder mit einem Evangelium oder mit einer Reliquie ausgestattet sich dort befindet. Und der an die Wiederkehr des Weltenrichters erinnert, am Ende der Tage. Und das nennt man die Theorie des leeren Thrones. Der wird sozusagen verehrt als zukünftiger Thron des Weltenrichters. Das wäre dann eine solche, wenn man Abfolge will, Heteromasia im Sinne einer solchen Tradition. Zweite Krönungsgeschichte von 936. Kultgeschichte von 1165. Also Sie sehen, da kann man einiges reinpacken, wenn man das will. Und das finde ich eigentlich sehr schön, wenn man solches tut und das dann entsprechend macht. Ja, das ist das, ja. Also hier, das ist ein Superlativ nach dem anderen. Ja, das ist die berühmte Reichskrone. Diese Reichskrone, die hier ein achteckiger Kronenkörper, ein Kronenbügel, ein Stirnkreuz. Da gibt es verschiedene, wie das bei all den Dingen ist, Entstehungstheorien. Es gibt also einen berühmten österreichischen Hermann Philips, der hat immer gesagt, Otonenzeit. Das nennt man das Otonendogma des 10. Jahrhunderts. Dann kam ein anderer, Hans-Martin Schaller, ein großer Mann bei den Monumenta Germania Historica in München. Der hat gesagt, schauen wir uns doch auf diesen Medaillons. Ja, da ist ja hier noch gleich ein bisschen näher. Da gibt es solche Schriftbänder und auf den Schriftbändern gibt es Schriften. Und diese Schriften kann man paläographisch einordnen. Und das hat er gemacht und da kommt er auf das 12. Jahrhundert. Es kann also nicht eine Krone mit solchen Medaillons und solchen Schriftzeichen entstehen im 10. Jahrhundert, wenn es diese Schrift damals noch gar nicht gab. Das ist eigentlich eine sehr kluge Bemerkung gewesen und ich finde eigentlich auch eine überzeugende. Aber wie das in der Wissenschaft ist, wenn sich einmal eine These festgesetzt hat, dann ist es natürlich immer noch das Otonendogma. Otto der Große, der hat das bei seiner Kaiserkrönung völlig undenkbar. Aber egal, hier und dem, was heißt. Hier sehen Sie beispielsweise, hier sehen Sie so ein Schriftband, das sind so alttestamentliche, das ist eine Ezechielplatte mit dem schönen Spruchband aus Jesaja 38,5. Ich werde deinen Tagen noch 25 Jahre hinzufügen. Es geht um dieses Band und um diese Schrift.
Das wird dem Herrscher dann entsprechend da. Und das stammt aus der Krönungsliturgie zwar nicht, aber aus den Herrscherurkunden Otto Konrads III., das hat er nachgewiesen. Also wie gesagt, das ist eine, denke ich, gar nicht schlechte These. Ja, und das vorletzte Stück ist hier ein Karl-Ziegel. Das Karl-Ziegel, das ist entstanden um 1130, zunächst im Besitz der Aachener Marienkirche, dann wurde dieses Siegel dann der Stadt übertragen. Ab dem 14. Jahrhundert bis zum Ende des Alten Reiches wurde dieses Siegel als Stadtsiegel der Stadt Aachen verwandt und genutzt. Und heute ist es die Bildseite der entsprechenden Karlspreismedaille. Was das Erstaunliche ist, also nicht der Karl sitzt auf einem Thron und hat hier wieder das Lilienzepter und die Sphaira, also dieses kleine Weltball in der Hand mit der Krone. Aber das Spannende ist, die Umschrift, die Legende, erwähnt nur Karl den Großen. Die Stadt Aachen und vorher das Marienstift definieren sich nicht als Institution des Stiftes oder der Stadt, sondern definieren sich über diese Person Karls des Großen. Nun denn, also das. So, jetzt kommt die Wanderstraße der Bücher. Das mache ich vielleicht doch mal ein bisschen schneller, sonst werde ich ja gar kein Ende finden. Johannes Fried, 2013, eine Meistererzählung über Karl den Großen. Dann Stefan Weinfurt, der leider schon verstorben, der hier diesen, wir haben auch miteinander öffentlich diskutiert. Ich habe gesagt, Stefan, wie kannst du den heiligen Barbar nennen? Er hat gesagt, ist er das denn nicht auch gewesen am Ende? Also kurz und gut, eine sehr gewagte historische These, aber streitbar, das hilft ja der Wissenschaft. Und der andere, der jüngste im Bunde, das ist der Steffen Patzold in Tübingen, der eine wunderschöne Monographie geschrieben hat, Ich und Karl der Große, das ist er, ich, das ist Einhard. Einhard im Gespräch mit Karl dem Großen, aber jetzt auf modern stilisiert. Nicht die Biografie wiederholen, sondern sein Wissen mit Karl dem Großen diskutieren. Das Ich und Karl dem Großen, könnten Sie auch sagen jetzt, Ich und Karl dem Großen. Dann die andere Reihe, das ist immer die Frage, wer hat über das Nachleben, über den Mythos, über die Legendengeschichte gearbeitet. Wir hatten 1965 eine große Karlsausstellung in Aachen von Herrn Braunfels gemacht. Da gab es mehrere Bände, vier Bände und der Band hier über Liebenswerk und Nachleben, der behandelt diese Fragen. Sie sehen das, der Bäumann und der Bischof und der Schnitzler und der Schramm. Aber, wie gesagt, alles herausgegeben von von Wolfgang Braunfels. Dann 20 Jahre, 30 Jahre später, ein kanadischer, französisch schreibender Autor, das ist der Robert Morisset, der über den Kaiser mit dem Rauschebart geschrieben hat. Und den Herrn, den kennen Sie, der das dritte Buch da geschrieben hat über die Entschleierung des Mythos. Das war im Jahre 2000. So, dann Wanderstraße der Bücher. Der literarische Karl, ein eigenes Thema für sich, kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Der liturgische Karl, wie ist der verehrt worden? Also diese Etude sur culte liturgique de Charlemagne, das von auch einem großen unseres Pfarrers Robert Volz. Und dann fand ich Jack Kraus, der den Karl den Großen und den Charlemagne, die Verehrungssituationen und die also ganze Tradition in Frankreich und in Deutschland miteinander vergleicht. Also spannende Dinge, die da zusammenkommen. Und dann die großen Ausstellungen. 2014 gab es in Darmstadt eine eigene Ausstellung über Karl der Große, Mythos und Wirklichkeit, 1200 Jahre. Wir haben in der über Karl und Charlemagne diese Ausstellung 2014 gemacht. Und dann in Erinnerung an Pierre Morat gibt es auch eine deutsche Variante, deutsche Erinnerungsorte zu beschreiben. Ein sehr umstrittenes Buch, müssten Sie mich nachfragen, warum das so ist. Da wird Karl der Große unter so eine Reichsidee gepackt. Da ist die Frage, ist das nicht schon wieder ein eigener Mythos für sich, wenn ich das tue, wenn ich das Deutsche Reich definiere. Und da kommen natürlich dann andere Dinge als Karl der Große. Karl der Große hat in einem deutschen Reich eigentlich wenig zu tun. Also der große Gut. Gab es ja noch nicht, das dauert ja noch ein bisschen, bis Deutschland, wann beginnt die deutsche Geschichte, auch eine berühmte Preisfrage, aber auf keinen Fall unter Karl dem Großen. So. Dann der Spiegel, einen habe ich Ihnen noch mitgebracht, den letzten, hier, das ist ein, finde ich, sehr interessantes Heft, dort von der Zeit, dann gibt es diese Geschichtshefte, dann gibt es den Spiegel, auch mit den jeweiligen Dingen dort über den Mythos, Karl der Legendäre, da gibt es da einen Beitrag und der Sachsenschlechter und Vater Europas, das ist ja auch schon alles gesagt worden, das kann ich auch ein bisschen schneller machen. Dann gab es 2013 einen Film über Karl den Großen.
Das wäre jetzt auch wieder eine etwas längere Geschichte, die Entstehung dieses Films. Also, ich lasse das mal beiseite. Gibt keine große, gibt der Geschichte ein Gesicht. Alexander Wüst hat dann die Hauptrolle übernommen. Karl der Große wird dann im Wesentlichen als Kriegerkönig dargestellt. Karl der Große und die Frauen, auch ein viel bewegtes Thema. Da ist er ja auch ziemlich großzügig so unterwegs gewesen. Und Einhard als Klammer. Die haben also, wie das bei vielen Filmen ist, haben sich eine Person genommen, die dann die Geschichte erzählt, meistens mit einem Jungen zusammen, und dann wird das entsprechend eingeblendet. Und das ist dann hier passiert mit der Einhard wieder. Peter Matic hat das gemacht und sein Schüler und Schreiber Johannes stellt dann die Fragen und er, der Einhard bzw. als alter, welterfahrener, weiser Gelehrter am Karolinischen Hof in Aachen, erzählt dann die Geschichte zu Kadikus. Ich habe Herrn Gehler schon heute Nachmittag erzählt, als der Film dann mehr oder weniger uraufgeführt wurde in Aachen, saß ich neben Peter Matic. Ich kannte ihn vom Fernsehen, hat eine großartige Stimme und ist auch, finde ich, ein bemerkenswerter Schauspieler. Und dann hatte ich dieses Reklamheftchen in der Hand und sagte, Herr Matsch, ich möchte Ihnen eine kleine Freude machen. Was wollen Sie mir denn für eine Freude machen? Ich möchte Ihnen das Büchlein, was für ein Büchlein? Ja, ich sage, Einhard, das Leben krass ist groß, kenne ich nicht. Ich sage, wie kennen Sie nicht? Sie haben doch den ganzen Film nach diesem Buch geschaut. Nein, ich hatte nur ein entsprechendes Regiebuch, daraus habe ich die Texte übernommen. Ich wusste, ja, da habe ich dem ein Heftchen in die Hand gedrückt, dass er noch nie, obwohl er den ganzen Film anderthalb Stunden sozusagen aus dem Heftchen nur zitiert hat. Nicht aus dem Heftchen, sondern aus seinem Drehbuch. Soweit wie das, also da sind Sie erschüttert. Also da sitzt einer, den Sie bewundern, weil er das so gut macht und wollen ihm dann so ein bisschen so ein kleines, eine kleine Freude machen, da ist er geradezu irritiert über diese Freude und weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Einhard, ich habe es eben schon gesagt, weit verbreitet in einer Vielzahl von Handschriften, das mit einem Faktenlieferant über für vieles, ich hatte eben den Thron erwähnt, das ist eine Frage, in Johannesfried stellt immer die gleiche Frage. Hast du eine Erklärung dafür, warum Einhard diesen Thron nicht erwähnt? Warum schweigt Einhard? Hat den Aufsatz geschrieben. Ich sage, Mann, das hast du ja recht. Ja, aber vielleicht war das auch für ihn nicht ganz so wichtig mit diesem leeren Thron. Wenn es ein Herrscherthron ist, kann er ja schräg. Also kurz und gut, wir müssen manchmal auch darüber reden, warum bestimmte Quellen etwas nicht sagen. Ja, etwas verschweigen. Warum schweigt er? Er hat einen Grund dafür, ist ihm das nicht wichtig genug oder gab es den Thron gar nicht? Also viele würden sagen, ja, wie wollen Sie das beweisen? Selbst einer hat ja uns vieles über Karl den Großen und die Marienkirche, den Thron erwähnt er nicht. Ja. Ist im Grunde der berechtigte Fall. Aber er hat umgekehrt natürlich die mittelalterliche Herrscherbiografie entscheidend geprägt und hat das Bild ganz des Großen, was ich Ihnen eben erzählt über die Magnimitas und die Constantia, der Idealherrscher. Das ist mit 120 Handschriften können Sie natürlich die ganzen Dinge entsprechend machen. So. Jetzt bin ich mit meiner Einführung zu Ende und sehe, dass ich schon fast mindestens eine halbe Stunde, wenn ich gar eine Dreiviertelstunde gesprochen habe. Wenn Sie mir noch ein bisschen Zeit geben, würde ich gerne diese drei Vertiefungen, vielleicht nicht mit so viel Nebengeschichte. Herr Gehler, Sie müssten mich doch zählen, sonst läuft Ihnen das hier aus dem Ruder. Das ist nicht Ihre Pflege, sondern meine Pflege. Ja, also, alle drei Vertiefungen finde ich spannend. Ich spreche erst über das Reich des Heiliger Gründer, über den Heiligen Karl. Darüber können Sie natürlich auch. Was war das für eine Heiligkeit? Einer, der ein solches Frauenleben, ja, mit so vielen Frauen, kann das überhaupt ein Heiliger sein? Also, wie dem auch sei, das ist eine sehr moderne Frage, die dürfen Sie eigentlich gar nicht so stellen, sondern die wird im Mittelalter anders beantwortet. Dann über den Idealherrscher im Sinne des Gottesstreiters, das ist die Islampolitik der Charlemagne. Also im Wesentlichen der Turpin und dann Karl der Große in der NS-Zeit. Vom Sachsenschlechter zum germanischen Europäer. Und dann komme ich zu meinem eigentlichen Thema, hat Karl der Große mal eine Zukunft. So, ganz schnell, diese Dinge. Karl der Große, also einmal eine Quellenfrage. Es gibt eine entscheidende Urkunde vom 8. Januar 1166 von Barbarossa, der der Aachener Marienkirche eine Urkunde ausstellt mit allen möglichen Privilegien. Und darin schildert er, warum er, Barbarossa, den Karl zum Heiligen macht. Und müssen Sie wissen, da war ein Hildesheimer nicht ganz unbeteiligt. Reinhard von Dassel. Das ist der große Regisseur dieser Szene. Ja.
Und über den könnte man auch vieles erzählen. Er hat ja erstmal die Heiligen Drei Könige da nach Köln gebracht. Drei Könige sind, das ist auch wieder eine Frage. Und ein Jahr später hat er gesagt, das reicht noch nicht, wir müssen den Heiligen Gall machen. Die Drei Könige und der Heilige Gall. Das macht die Reichsidee des Sacrum Imperium aus. Der Barbarossa konnte es nicht so mit den Päpsten und der wollte er gerne ein Gott unmittelbares Herrschertum, ein heiliges Reich, ein Sack. Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation, ist ja dann in die Titelgeschichte übergegangen. Das Sacrum Imperium, das war seine Idee, das war sein Anliegen. Dazu brauchte er nicht nur den Heiligen der Könige, sondern vor allen Dingen auch gegenüber Frankreich den Heiligen Gall. Deswegen hat er diese Szene dort so inszeniert in Aachen mit dem Reinhard zusammen. Die haben dann, man nennt das ja zu der Ehre der Altäre herum. Kurz und gut, eine schwierige Überlieferungskiste. Diese Urkunde ist uns nicht, das hat man ja häufiger, nicht im Original überliefert. Sondern nur sein Enkel, Friedrich II., hat diese Urkunde bestätigt, indem er sie inseriert, nennen wir das. Indem er sie in eine eigene Urkunde übernommen hat. Das ist das sogenannte Insert von 1244. Und jetzt kommt das Dolle zu. Und in dieser inserierten Barbarossa-Urkunde gibt es nochmal eine Fälschung, ein Karlsdekret, was wahrscheinlich die Aachener Geistlichkeit, die Kleriker, noch dem Barbarossa unterschoben haben. Also sie haben drei verschiedene, kompliziert, können Sie im Mittelalter, wir könnten hier ein mittelalterliches Seminar machen, 1, 2, 3. Das ist schwierig, aber da destilliert sich doch einiges raus. In der Fälschung wird keine große, große Stadtgründer, er wird, wie das so üblich ist, im 12. Jahrhundert, einer großen antiken Figur gegenübergestellt, Granus heißt der Bursche. Wenn Sie einmal je nach Aachen kommen, können Sie einen Granus-Sprudel trinken. Aber ob der Granus dieser Granus ist, weiß ich nicht, denn es soll ein römischer Heilgott sein, der da verehrt worden ist. Es könnte auch ein ferner Verwandter von Kaiser Nero gewesen sein. Das ist nämlich die Tradition hier. Das Karl stilisiert sich sozusagen als positives Gegenbild gegenüber diesem Nero. Deswegen ist es eben dieser Verwandte Nero, der ursprünglich mal Aachen gegründet hat. Aachen und in der Römerzeit, auch eine sehr komplizierte Frage, das ist ja bei all diesen Städten so. Also Hildesheim wird wahrscheinlich ähnliche Fragen haben über die Anfänge. In Aachen hat das was mit den Quellen zu tun. Also ich lasse das mal beiseite, etwas hier. Karl der Große stilisiert sich und macht Aachen mit einem unwahrscheinlich schwierigen Titel Caput Galliae Transalpis zum Haupt. Jenseits, nicht diesseits, sondern trans ist eigentlich jenseits. Also, ja, da haben wir auch unwahrscheinlich viel drüber nachgedacht. Wie wird Aachen zum Caput Galliae Transalpis? Das kann doch nur einer sagen, der da in Italien sitzt und sagt, das ist das Caput Galliae in Transalpis. Könnt ihr ja nicht sagen, da müssen Sie ja, das hat, diesseits ist was anderes im Lateinischen. Ja, also lassen wir das Latein mal beiseite. Dann kommt die Urkunde Barbarossas. Da wird Karl als der große Glaubenskämpfer. Das wird stilisiert. Er ist, ja, was ist er? Ein virtueller Märtyrer. Was ist ein virtueller Märtyrer? Einer, der bereit war, für seinen Glauben sein Leben zu geben. Deswegen lässt er sich vom heiligen Jakobus sozusagen nach Spanien locken, versucht mit dem Jakobus gemeinsam als Matamoros, das Maurentöter, sozusagen den Islam zurückzudrängen. Alles Legende. Der Karl hat eine heftige Niederlage in Spanien erlitten. Das ist eine eigene Frage. Von Sieg war da nie die Rede. Das war 778. Der Roland musste dabei glauben. Sie ist ein Hinterhalt, Roncesvalles und Roncesvaux. Sie werden doch vielleicht die Geschichte kennen, die da stattfindet. Hat er nochmal sozusagen mit seinem Horn genasen. Und als Karl der Große kam, war er tot. Aber das waren wahrscheinlich nicht die Muslime, sondern waren wahrscheinlich christliche Masken. Das ist auch eine sehr komplizierte Geschichte, aber eine Niederlage. Und hier wird aus dieser Niederlage ein großer Sieg. Also gemeinsam fahren Sie mal nach Santiago de Compostela. Ich bin mit den Studierenden da gewesen, und Sie können sich gar nicht vorstellen, was die für ein hohes Lied auf Karl den Großen singen. Ja, der hat uns, das ist der Beginn der Reconquista. Nicht erst im 11. Jahrhundert schon, Karl der Große, mit dem Jakobus zusammen. Also höher können sie gar nicht autorisiert sein. Ja, also, und das, die Geschichte, finde ich wunderbar. Jedenfalls, er ist damit ein wahrer Apostel des Christentums und einer, der sogar bereit war zu sterben. Deswegen, ich nenne das nur virtueller Märtyrer. Karl
kein klassischer Begriff, darf man eigentlich gar nicht sagen, gibt es ja gar nicht. Einer, der bereit war, aber dann nicht gestorben ist, weil er gar keine Gelegenheit dazu hatte. Die haben ja Roland, hat da die Niederlage bekommen. Also ich finde eine spannende Geschichte mit diesem Heiligen Karl. Und in Aachen wird jedes Jahr, wir haben am 28. Januar, ist gerade der große 48 gestorben, in 10 Tagen ist wieder großes Gastfest. Und alles, was Rang und Namen hat in Aachen, kommt dann in den Dom. Meistens werden dann auswärtige Geistliche eingeladen. Ja, wir hatten auch mal den Kardinal Meißner da, der sprach dann, das ist dieser Kölner, auch ein umstrittener Mann, der sprach von Ex-Occidente Luxus. Also das war so seine Predigt, aus dem Osten kommt das Licht und aus dem Westen kommt der Luxus. Also das hat mit keinem großen wenig zu tun. Also da wird natürlich gepredigt, was das Zeug hält. Aber das ist natürlich dann, wie soll ich sagen, Umsetzung im Sinne des Liturgischen und des Religiösen. Aber er wird verehrt. Also Sie können ja mit allen möglichen Schützenbruderschaften, die da einziehen. Also kommen Sie mal nach Aachen, am 29. ist das immer an den Sonntag nach dem 28. Am 29. ist da wieder Rambazamba. Also da wird das feierlich eingezogen. Und so, ja, die machen das mit Inbrunst. Die, ja, das habe ich denen nicht vorzuwerfen. Also diese Mythen haben noch etwas Sympathisches. Nicht? Also das... Sollen Sie doch den Heiligen Karl, Sie dürfen mich nicht fragen, ob der Karl heilig war. Das war eine politische Heiligsprechung, eindeutig von dem Barbarossa. Ob der den Regeln der römischen Kongregation, die für Heiligsprechungen zu, ist ja sowieso nochmal eine besondere Kiste. Also wenn Sie da in Rom heilig gesprochen werden wollen, das ist. Aber wir haben im Jahr 2000, hat uns damals Johannes Paul II. Einen eigenen Vertreter, einen Kardinal geschickt, und der hat uns dann... Der Heilige Karl darf ja nicht mehr in Hildesheim, darf er gar nicht verehrt werden. Aber in Aachen und Umgebung, so von 30 Kilometern, da gibt es einen Tunnel, das ist der Nürmer Tunnel, der führt da nach Stolberg und Eschweiler, da ist die Heiligkeitshalle. Jenseits des Nürmer Tunnels hat er keine Kraft mehr, aber diesseits des Nürmer Tunnels dürfen Sie den als Heiligen Karl. Eine wunderbare Geschichte, und wenn Sie die Kultzeugnisse sehen, sind Sie davon überzeugt. Der Barbarossa läuft. Ein wunderbarer Schütze, Sie haben ja in Hildesheim auch. Einen wunderbaren Leuchter. Also, ich wäre eigentlich geneigt, Ihnen den jetzt ein bisschen näher zu beschreiben, darf ich nicht. Ja. Er stellt das himmlische Jerusalem dar. Er hat eine zweizeilige Inschrift, da sind ja so zwei Reihen. Erste Reihe, er könnte ja so dunkeln, wo man diese Inschrift erkennt. Und in den lateinischen Texten ist immer so, das entscheidende Wort steht am Anfang: Celica Jerusalem. Das himmlische. Das steht, das himmlische Jerusalem, früher stand der Karlsschreiber. Sollte also heißen, Karl der Große ist im Himmel. Das, und Barbarossa hat den Leuchter noch veranlasst. Der ist wahrscheinlich in der Zeit 1195, 65 bis 84 entstanden. Alles Details, die hier nicht hingehören. Aber über den könnte man auch ein wunderbares Stück. Und der ist so groß, den kriegen die gar nicht mehr raus. Wenn die den renovieren wollen, müssen die den auseinandernehmen. Ja, und die Kette da, eine Kette von 1170, sage ich mal. Da sind die Leute, bei sowas sind die Leute immer unwahrscheinlich. Kette von 1100. Wie dem auch sei, dann das schöne Armreliquia von Barbarossa. Barbarossa, heute im Louvre, das ist auch noch eine Geschichte, wie diese Stücke von Aachen nach Paris gekommen sind. Da gibt es ja bestimmte Leute, die dafür verantwortlich waren. Napoleon ist beispielsweise ein solcher, sowas mit den Franzosen, die vieles sich da von ihrem Charlemagne geholt haben. Ein kleines Armreliquia ist ja auch ganz schön. Also heute im Louvre, eigentlich gehört das gar nicht im Louvre, aber das ist eine ganz andere Frage. Oder der Karlsschrein. Also ich darf das hier nicht. Also das Stück müssten Sie beschreiben. Da sind also jeweils 8 Herrscher auf der einen wie anderen Seite. 8 ist die Grundzahl in Aachen wegen des Oktogons. Dann haben Sie vorne Karl den Großen sitzen, den habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Am Anfang den Kleinen in einem Ausschnitt, das ist hier, das sind die beiden, der Leo der Dritte, der ihn zum Kaiser gekrönt hat und der angeblich auf die Marienkirche geweiht haben soll, und der Turpin, der diese Geschichte, die hier oben erzählt wird, in den Dachreliefs erzählt, erzählt nämlich die Geschichte Karls des Großen in Spanien. Da wird natürlich eine Lobesgeschichte erzählt. Mit der Jakobus, habe ich ihn da nicht jetzt direkt dabei? Nein, kommt nachher nochmal. Also Jakobus, der ihn aufweckt und ihn da holt
und dann geht er nach Spanien und macht diese Schlacht und so weiter und so fort. Und wie gesagt, daraus ist aus dieser ganzen Heiligkeit ist natürlich ein Kult entstanden, eine Karlsliturgie und eine Karlsliturgie mit einer eigenen Karlsmesse. Und Sie wissen vielleicht, wenn Sie aus der katholischen Tradition kommen, zwischen Lesung und Evangelium gibt es eine Sequenz, einen bestimmten Gesang, der dann gesungen wird, und da gibt es eine eigene Karlsequenz. Die habe ich hier, also wenn Sie sehen da oben, wenn Sie das mal mitverfolgen, in festo beato Karli imperatoris introitus. Also am Feste des heiligen Karl, das Eingangsgebet, das ist der Introitus. In virtute tua, da wird er in deiner Macht, oh Herr. Also da wird er als großer Märtyrer und Glaubenskämpfer direkt in den Fotos begrüßt. Und hier unten beginnt dann obs aquensis die sequentia. Das ist dann sozusagen dieses der Zwischengesang. Und der ist so schön in den Strophen, dass ich Ihnen die erste Strophe hier nochmal mit dem entsprechenden Beginn dieses Textes, den Sie hier sehen, das ist diese Initiale, I, also in virtute tua, die ist dann hier nochmal übernommen. Karl der Große, vielleicht mit einem Symbol der Stadt Aachen, mit einem Stadttor, was weiß ich, da 15. Jahrhundert. Obs Aquensis, obs Regalis, Aachenstadt, königliche Stadt, erster Sitz des Reiches, erster Hof der Könige. Singe du, Karl, singe du, dem König der Könige, dein Lob, nicht Karl, sondern Aachen, singe du Aachen, dem König der Könige, dein Lob, Aachen, das sich erfreut an der Gegenwart des großen Königs Karl. Credi magni regis gaudis caroli presentia. Also das wird in 14 Tagen mit Inbrunst, in der Messe und nach der Messe. Und jedes Mal, wenn der Karlspreis verliehen wird, stehen die Leute auf und singen das. Wir haben so eine Aachener Mundartverein, da gibt es eine Mundartvariante. Also wer Aachener ist, der steht auf und kann die Karlshymne singen, wenn es die erste Strophe. Das gehört einfach dazu. Wenn du ein Aachener bist und so weiter, dann musst du das können. Und der Robert Volz, der hat, das ist dieser Mann, der französische Historiker, der in der Tat diese Liturgie untersucht hat, der hat, das finde ich großartig, lyrischer Ausdruck von Karls Heiligsprechung, literarisches Kleinod der Liturgie, Ode des städtischen Patriotismus. Ja, das ist es. Die Ode des städtischen Patriotismus. Ich weiß nicht, ob Sie in Jüdischland auch solche Lieder haben, das könnte ja sein. Ich werde Herrn mal fragen, ob das so ist. Aber wir haben sowas. Und das betreiben wir mit dem Karl und natürlich mit dem heiligen Karl, dessen Heiligkeit eine politische Heiligkeit war, mit Barbarossa und Reinhard von Dassel, das kann man alles erklären, und dessen Heiligkeit sich sonst nach meinem persönlichen Eindruck, wenn wir sehen, sehr erträglich ist. Aber das können Sie nicht so, also weiter, so. Idealherrscher, Gottesstreiter, da kommt ja die ganze literarische Frage, da habe ich Ihnen nur einmal diesen Pseudo-Turpin, das ist das zentrale Zeugnis. Da wird dieser ganze Geschichte, dass er nach Spanien gezogen ist mit dem Jakobus, da den Islam zurückdrängt, ausführlich beschrieben, entstanden wahrscheinlich 1140 in der Kreuzzugzeit, das muss man wissen. Das sind also 340 Jahre oder ein bisschen mehr sogar noch nach Karls eigener Zeit. Und das ist ganz anders. Sie können, das ist kein karolingischer Text. Das ist ein staufischer Text, der da entsteht, vielleicht in Saint-Denis, zusammenhängend mit dem hochmittelalterlichen Jakobskult, ja auch eine unwahrscheinlich spannende Frage, wie dieser Jakobskult sich ausgebreitet hat und bis heute hin, bin mal eben weg, Sie kennen ja diese ganze Geschichte, ja, das ist ja bis heute noch eine Tradition, die von vielen realisiert wird. Dann eben in der Rolandstradition, war eben dieser Turpin, der legendäre Begleiter Karls, den hat es auch gegeben, den Erzbischof Turpin, aber der hat nicht diesen Text gemacht. Wir wissen nicht, wer den Text da gemacht hat, aber da nennt sich ein Turpinus, ob das dieser Turpinus war, deswegen nennen wir das Pseudo-Turpin, aber das ist eine Nebengeschichte. Und das hier ist aus dem Codex Calixtinus, die kostbarste Handschrift dort in Santiago de Compostela, ist diese Handschrift. Wenn Sie da in das Archiv gehen,
Ich bin mit den Studierenden da gewesen und dann kommt der große Archivar. Also vorher gehen Sie ja in diese Kathedrale rein. Dann haben Sie diese Butophorierung. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Riesenweihrauch mal erlebt haben. Das also die an den Stricken ziehen. Und dann der Kantor. Also da haben Sie einen Kantor mit einer unwahrscheinlich großartigen Stimme, der Ihnen diese lateinischen Texte und Gesänge vorträgt. Und wenn Sie dann diesen Archivleiter, ein Kanoniker dieser Kirche des Heiligen Jakobus, also wie der mit dieser Handschrift da umgegangen ist, also einerseits von einer größten Ehrerbietung, aber andererseits von dem Gefühl, jeder muss das verehren. Wir bekamen diese Handschrift alle in die Hand. Ein unwahrscheinlich kostbares Stück. Ist auch mal zwischendurch geklaut worden. Jetzt haben sie es, glaube ich, wieder bekommen. Also das ist schon ein toller Kodex, der wichtig ist. Und diese Tradition ist wichtig, weil sie dann eben über eine große handschriftliche Verbreitung sich eben verbreitet, neben dem Einhard. Der Einhard bekommt einen Nebenbuhler. Der Einhard mit der Indianherrscher. Jetzt ist sozusagen der Gottesstreiter das entscheidende Ideal. Und die eine Szene, die hatte ich ja schon mehrfach angekündigt auf dem Karlstein, ist nach meiner Auffassung eine der schönsten. Karl der Große liegt in seinem Bett. Jetzt müssen wir mal auf das Bildchen gucken, jetzt hier. Er liegt in seinem Bett. Mit einer kostbaren Decke zugedeckt, kommt der Jakobus mit seinem Segelsfinger oder Zeigefinger, würden wir heute sagen. Karol, Soge! Wenige in Galizien, steh auf, komm nach Galizien. Das ist dieses spanische Galizien, das ist das östliche. Und Karl der Große geht dann, und das finde ich so fantastisch, an sein Fenster und sieht da die Sternenstraße, die ihn zum Campus Stellarum, zum Feld der Sterne führt. Und Compostela, Campus Stellarum. Und da, wenn Sie da mal gewesen sind, ein bisschen weiter ist Finisterre. Das Meer, der Ort heißt ja heute noch so, Finisterre. Also das ist eine so wunderschöne Geschichte, bei einem Schrein, der um 1200 entstanden ist, nach einem Text dieser Pseudotopie. Ich finde das großartig. Und wir können das deswegen alles sagen, weil ja in der Tat diese Reliefs mit Inschriften, ich könnte Ihnen die ganzen Inschriften erklären, Texte, die das erläutern, was hier in dem Gesamtbild dargestellt ist. Und das ist in 8 verschiedenen Szenen dann dargestellt, aber nicht nur dieses Motiv, ich zeige Ihnen gleich auch noch ein anderes. Das ist das andere. Auf dem Schrein ist nicht nur der heilige Märtyrer, der virtuelle Märtyrer, nicht nur der Gottesstreiter, sondern auch der Sünder. Der Sünder und der Büßer. Das heißt, der Mensch ist nicht nur gegebenenfalls ein virtueller Märtyrer, sondern auch er sündigt. Und nach katholischer Tradition kann man das ja in der Beichte nicht auslöschen, aber zumindest ein bisschen verringern. Da müsste man den Theologen fragen, was die Wirkung einer Beichte ist. Also die Sünden können nicht vergeben werden, aber die Sündenstrafen können vergeben werden. Und so, und deswegen beichtet natürlich Karl der Große hier nicht irgendeinem, sondern den heiligen Egidius. Das ist dieser Mann, der das ist. Der ist tot, bevor Karl der Große überhaupt geboren wird. Der heilige Egidius, der große Heiliger des frühen Mittelalters, Saint-Gilles, wenn Sie also da in Südfrankreich sind, werden Sie viele Traditionsorte finden. Und der Egidius, oder der Saint-Gilles, der glaubt, er hat eine Sünde mir verschwiegen. Er will ihm auch entschuldigen. Er will ihm eine Kommunion geben. Das ist eine hier. Und kann ich ihm auch. Also, ich muss immer sagen, wenn Sie in der katholischen Tradition. Früher war das so, in kleinen Gemeinden, wenn der Pfarrer einer jungen Frau, meistens waren es junge Frauen, die Kommunion verweigerte, das war ein Todesurteil. Da schließen sich alle an. Ja, guck mal da, da hat mir die Kommunion nicht gegeben, das ist doch wegen dem. Also kurz und gut, die schlimme Geschichten, die sind, haben eine alte Tradition. Und hier, der Egidius hat, ich kann ihm die Kommunion nicht geben, der hat mir eine Sünde verschwiegen. In dem Fall kommen die Engel und der Engel des Herrn kommt mit dem Spruchband daher, lässliche Sünde, gib ihm die Kommunion, das ist schon so. Das ist die heilige Lösung. Ja, ich habe nicht mehr groß diskutiert,
Aber wir in Aachen, ich habe ganze Vorträge in Aachen bestritten, über die Frage, was ist die große Sünde, die Karl der Große verschwiegen hat in der Beichte im Heiligen Ignatius. Schönes Diskussionsthema. So. Weiter geht's, aber das ist ein erstaunliches Sündenregister. Es ist also nicht nur, dass er da alle möglichen Nebenfrauen gehabt hat, nicht nur, dass er sogar eine tote Frau, Nekrophilie, sondern sogar seine Schwester Gisela, das war eine große Äbtissin in Chelles bei Paris, ein großes Kloster, und mit der soll er einen Sohn gezeugt haben, das soll auch der Roland gewesen sein. Man höre und man darf, mich trifft gleich der Schlag hier, wenn ich hier so weiterrede. Aber das ist eine, das wäre Inzest. Und deswegen gibt es Ägidius-Missen, ja, wo da in der, dieses Motiv der Beichte wird in anderen Handschriften, da kommt er mit seiner Schwester Gisela. Da wird nicht viel erzählt. Aber dann gibt es alle möglichen Legenden und Mythen, und das ist schon ein erstaunliches Register, das da zusammenkommt. Das besagt aber, das ist das Entscheidende. Der Mensch darf sündigen, aber er hat die Gelegenheit zur Beichte und Buße. Er ist Sünder und Büßer zugleich. Und so kann er auch ein Heiliger sein. Ja, das ist katholisch, also das erlebt man ja, glaube ich, ganz gut. Aber wie dem auch sei, das ist der heilige Karl. Und jetzt komme ich also vom Idealherrscher, vom heiligen Karl und Gottesstreiter, komme ich dann zu einem ganz anderen Thema, was auch spannend ist, vom Sachsenschlechter zum germanischen Europäer. In den ersten Jahren der 30er Jahre war Karl der Große der Sachsenschlechter. Sie wissen, die entscheidende kultische Figur war Widukind. Das war der große Held, der gegen den undeutschen Karl stilisiert wurde. Dann gab es Mitte der 30er Jahre, 1935, diese Schrift Karl der Große oder Charlemagne. Und das war der Rettungsversuch gegenüber dieser NS-Propaganda und eben die ungermanischen Sachsenschlechter verunglückt hat und so weiter. Die Autoren habe ich hier hingeschrieben, das ist das eine. Das war aber nur eine Anfangsgeschichte, die auch alle möglichen Hintergründe hat, die ich Ihnen gerne in der Diskussion erkläre. 1935 ist das zu Ende. 1935 schwenkt das. Da wird er in Stufen dann zunächst ein germanischer Recke und anschließend der Begründer von Deutschlands Vorherrschaft in Europa zu einem germanischen Europäer. Und dazu bekommt Adolf Hitler hier 1935 das Reichsschwert überreicht. Sinnigerweise eine Kopie, das ist auch eine eigene Geschichte. Die Originale waren ja in Wien. Und die kamen nicht rechtzeitig an, dann hat man in Aachen eine Kopie gemacht. Die Kopie, was er da bekommen hat, ist eine Kopie. Ist aber jetzt unwichtig, er war der Überzeugung, ich bekomme das Reichsschwert und ich bin eine entsprechende Verantwortung. Dann gab es eine große Ausstellung 1940, Deutschlands Größe. Da hatte man, Sie erkennen, da den kleinen, die kleine Metzereiter-Statuette und ein entsprechender Text, eine entsprechende Ausstellung, die unter der Schirm des Stellvertreters des Führers Reichsminister Rudolf Hess veranstaltet. Dann wurde der Karl, angeblich ist er 742 geboren, das wären also 1200 Jahre, in Wirklichkeit ist er 748, aber das ist unwichtig, damals, und dann hat man einen sogenannten Stempel hier kreiert, Großdeutschland gedenkt Karl des Großen am 2.4.1942. Dann das letzte Beispiel, das ist hier der berühmte Platzteller. Also man hat dann für eine berühmt für diese Fremdenlegionäre da, für die Division SS Division Charlemagne, die Legion der freiwilligen Franzosen gegen den Bolschewismus, hat man bei besonderen Auszeichnungen diesen Teller kreiert. Der hat auf der Innenseite Karl den Großen, wieder die Metzereiterstatue, und auf der Rückseite, wenn Sie die umdrehten, einen Text in diesem mal langsam. Imperium Caroli Magni, also das Reich Karls des Großen, geteilt durch seine drei, durch die entsprechenden Enkel im Jahre 843, das ist der Vertrag von Verdun. Adolf Hitler zusammen mit allen Europäern, ja, hat das sozusagen dieses Reich Karls des Großen gegen eine solche Aufteilung entsprechend verteidigt. Das ist der
Hoheitsanspruch, den er da entsprechend versucht umzusetzen, eine schreckliche Geschichte, wie Sie ja sicherlich mir zugeben werden. Die Frage ist allerdings, und das steht ja da unten darunter, worüber steht es, Karl der Große stand nicht im Zentrum dieser entsprechenden Geschichte von der Nazis und von Adolf Hitler, sondern war mehr oder weniger so einer, der auch gebraucht wurde. Und deswegen gibt es, finde ich, ein sehr passendes Zitat, das habe ich jetzt hier gerade rausgesucht. Hitler hat keine besonderen Karlskult betrieben und ihn auch nicht besonders publizistisch gepflegt. Die Gestalt, Zitat, und das Leben Karls des Großen boten, so scheint es, nicht genügend Ansatzflächen, um den Kaiser vollständig in das NS-Geschichtsbild zu integrieren. Seine politische Indienstnahme ist deswegen begrenzt und umso leichter ließ sich Karl der Große dann nach 1945 an den christlichen Kaiser entsprechend anknüpfen. Das heißt, die Nazis haben ihn eingesetzt, aber nicht so intensiv, sodass nach 1945 war das dann plötzlich nicht mehr der germanische Europäer, nicht mehr der Sachse, dann wurde es in der Tat der große Europäer und der Aachener Karlspreis steht ja heute noch in dieser Tradition, wenn Sie so wollen. Ich komme zum Schluss. Hat Karl der Große noch eine Zukunft? Die Frage müssen Sie natürlich alle erst einmal für sich alleine beurteilen, aber es ist so, Horst Fuhrmann, ich weiß nicht, ob ich ihn hier schon genannt habe, aber heute Nachmittag habe ich ihn schon ein paar Mal genannt, langjähriger Leiter der Monumenta Germania Historica und Präsident in München der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hat 1953 in einem Rundfunkvortrag Folgendes gesagt. Wer war Karl der Große? Wann lebte er? Diese Frage stelle ich seit einiger Zeit und erfahre mit einer gewissen Ungläubigkeit, wie stark seine Gestalt und seine Leistung trotz Karlspreis, trotz Aachener Marienkirche, sprich Dom, im allgemeinen Geschichtsbewusstsein zurückgetreten ist. Karl der Große schwindet oder entschwindet unserem Bewusstsein, begleitet von einem wachsenden Desinteresse, sind die Leute in Aachen, soll ich in Aachen, kein Winter, aber ich weiß nicht, wie das in Hildesheim ist, er wird nur noch schemenhaft wahrgenommen, und zwar, das ist das Allerschlimmste, irgendwo in einem zeitlichen Nirvana, so vagabundierend. Man weiß gar nicht mehr genau, wann der gelebt hat und was das für eine Zeit ist. Und so, ja, den mag es ja gegeben haben, ja, aber man hat ja alles Mögliche über ihn gehört und so weiter. Also das ist schon eine sehr ernste Situation, sodass man sich in der Tat die Frage stellen muss, die ich ja hier stelle, hat Karl der Große noch eine Zukunft? Da habe ich drei Antworten. Die erste Antwort ist die leichteste, als Aachener Symbolfigur allemal. Und da brauche ich Ihnen jetzt, da zeige ich Ihnen nur ein paar Bilder vom Aachener Karlspreis. Ich zeige Ihnen hier Adenauer, 1954, dort mit dem damaligen Oberwasser Herrn Heusch. Dann Giscard, der französische Staatspräsident 2003, mich Jahrhunderte später und in bescheidener Rolle in die geistige Gefolgschaft Karls des Großen einzureihen. Das war sozusagen der Tenor seiner Rede. Ich bin sozusagen ein ferner Nachfahre, ein geistiger Nachfahre dieses Karls des Großen. Dann eine unvergessliche Szene, 2004. Damals bekam der schon sehr gebrechliche Johannes Paul II. Den Karlspreis in der Sala Clementina. Sie sehen ja schon, wie er auch an seinem Stuhl da gefesselt ist. Ich durfte dabei sein und ich werde es in meinem Leben auch nicht mehr vergessen. Einerseits, er hat da so etwas wie sein Testament formuliert, in dem er sagt, er hätte einen Traum ohne selbstsüchtige Nationalismen, ohne sinnentleerten Konsumismus in christlicher Humanität. Das Europa, das mir vorschwebt, ist eine politische, ja mehr geistige Einheit, in der engagierte Männer und Frauen im Bewusstsein der menschlichen Reichtümer, die der Glaube mit sich führt, ihre Werte auch deutlich werden lassen, indem sie sich in den Dienst aller stellen für ein Europa des Menschen, über das das Angesicht Gottes leuchtet. Das ist mein Traum, den ich im Herzen trage und den ich bei dieser Gelegenheit Ihnen und den kommenden Generationen anvertrauen möchte. Dann ließ er sich mit seinem Wagen da, der konnte sich ja nicht mehr bewegen, ja, nach hinten, da war die Schola des Aachener Domchors, die hatte lateinische Motetten gesungen und dann hatte er sich ein Lied ausgesucht, den Gott will rechte Gunst erweisen, geschickt er in die weite Welt.
Das hat etwas mit dem Taugenichts zu tun, das hat etwas mit Eichendorf zu tun, das hat etwas mit der Nähe sozusagen von Krakau und der schlesischen zu tun. Das war unwahrscheinlich erwartet. Ich habe erfahren, dass er sich das Lied besonders, er wollte dieses Lied gerne gesungen haben. Also das war schon sehr erschütternd, wir mit dem damaligen Oberbürgermeister Jürgen Linden und Walter Iversheim, dem Sprecher des Karlspreisdoms, und Herrn Scheel, der hinten gebeugt steht, Sie sehen ihn da, Altbundespräsident Scheel, mit seiner Frau Barbara. Die Geschichte kann ich nicht. Ich durfte den Aachener Oberbürgermeister damals begleiten. Er sagte, komm noch mit, du kennst dich hier ein bisschen aus. Und so und dann wurden wir durch den Vatikanischen Gärten geführt. Und dann ging das Telefon und dann war Herr Scheel. Ja, wo werde ich sitzen? Und dann sagte er, ja, Herr Altbundespräsident, Sie sind nicht mehr der Bundespräsident. Ich kann Sie nicht in die erste Reihe, aber Sie werden schon sehr gut platziert sein. Ja, warum ist das denn wichtig? Ja, meine Frau hat ein persönliches Geschenk an den Papst. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Frau Scheel kam mit einem Klarsichtbeutelchen, also feierlich eingepackt, und da waren weiße Socken drin. Und dann sagte sie, das ist mir hinterher kolportiert worden, ich übernahm der Referent, Heiliger Vater, weil es hier so kalt ist in dem Vatikanischen Palast, schenke ich Ihnen ein paar weiße Socken, die meine Mutter für Sie gestrickt hat. Sie mögen sie wärmen bis zu Ihrem Tod. Kriegte sie natürlich im Schrecken, der arme alte Mann, der ist auch ein Jahr später dann gestorben, und dann sagt sie, und darüber hinaus. Und als er ein Jahr später in dem gleichen Saal aufgebahrt war, in der Sala Clementina, da hatte er die roten Pantöffelchen und die weißen Socken. Da habe ich meiner Frau gesagt, das sind die Socken für Geschenke. Die haben, also die haben jetzt ihren Zweck erfüllt und immer mit ins Jenseits und so haben sie diese Geschichte. Also so passiert immer Geschichten. Das Inhaltliche ist ja viel entscheidender. Das war sehr, sehr ergreifend, das mit das. Und dann kommen die Karlspreise in einem, wie jetzt in den letzten Jahren, 2016 an Franziskus, 2017 an den großen Historiker, den Esch, dann an den Staatspräsidenten, dann an den Vorsitzenden oder den Präsidenten, den heißt doch der UN, Guterres, ja nein, Generalsekretär, der Nationen, ja. Und dann der Präsident von Rumänien, Johannes, und Herr Geier hat es eben schon gesagt, die Frauen von Belarus. Und dieses Jahr werden es die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine sein. Beim nächsten Karlspreis, wie der gefeiert wird, weiß man ja nicht, weil die schreckliche Geschichte, ja, nicht weiß, wie das da alles weitergeht. Also, da denke ich, als Aachener Symbolfigur, bei jedem Karlspreis und bei jedem Verdienst um Europa, da wird Karl der Große immer wieder in jeder Rede vorkommen, da habe ich keine Sorge, und bei dem entsprechenden Karlsmesser auch nicht, und bei dem Karlsfest auch nicht, also bei der Karlsequenz, also das ist nicht das Entscheidende. Schwieriger ist es bei meiner zweiten Möglichkeit, eine gemeinsame Kultur zu schaffen. Und Sie müssen wissen, dass Europa heute ein Motto hat, Einheit in Vielfalt. Und dieses gleiche Motto kann man auch auf den Großen beziehen. Und da frage ich mich, was waren die einheitsstiftenden Merkmale bei Karl dem Großen? Da habe ich Ihnen drei oder vier mal zusammengestellt und frage, was das sollte ist. Also das eine war die Münze. Die letzte Einheitswährung vor dem Euro war der karolingische Dinar. Hier haben Sie mal ein Stück Karl der Große, Carolus Imperator, und dann hier das M, das ist immer der Prägungsort der Münze, also wahrscheinlich Moguntia, also Mainz oder wie auch immer. Und Karl der Große da als entsprechender spätantiker Herrscher mit dem Lorbeerkranz und der Schlamüs nennt man diesen Mantel, der oben hier geknöpft ist. Und interessant ist die Rückseite. Ist ein kleines Kapellchen, wie Sie da erkennen, mit einem Kreuz hier und einem Kreuz da. Und dann die Umschrift heißt Religio Christiana, christliche Religion. Und die ersten Buchstaben von Christiana sind in Griechisch geschrieben. Ein Chi, ein Rho, ein Jota, ein Sigma, und mit dem T oder Tau geht das ins Lateinische. Was heißt das? Welchen Anspruch formuliert Karl der Große auf seiner Münze? Münzen sind immer Zeichen
der eigenen, des eigenen Selbstverständnisses. Was will er damit sagen? Eine spannende Frage. Diskussion. Also das ist, ich habe das eben schon in einem anderen Gespräch gesagt, fragen Sie doch mal, was wir für Zeichen auf unseren Münzen haben, an Identitätszeichen. Das ist in gewisser Weise erbärmlich. Wir haben die D-Mark-Symbole übertragen, Eichenlaub, Bundesadler und das Brandenburger Tor, mit keiner Aussage, was die 89er-Situation ist, egal. Jedenfalls die Italiener, ich habe es eben erzählt, Castel del Monte auf der 1-Cent-Münze, auf 1 Euro, 2 Euro haben sie den vitruvischen Menschen, das ist der hier mit den entsprechenden Proportionen. Und Dante. Wir haben keinen Goethe, wir haben keinen Beethoven, wir haben keinen Einstein, wir haben nichts. Wir haben keine Köpfe. Ich habe mal vor Jahren dem Finanzminister einen Brief geschrieben. Und dann habe ich habe nie eine Antwort bekommen, das war mir auch vorher schon klar. Dann war mein Staatssekretär, da sage ich, ich habe Ihrem Minister mal einen Brief geschrieben. Ja, worüber denn? Ich sage, über die Münzsymbole. Wie sind die eigentlich zustande gekommen? Und kann man das nicht ein bisschen sozusagen auch mit den Menschen zusammen machen, was die für Symbole eigentlich, weil das ist ja mehr als ein Tauschmittel, so eine Münze. Also kurz und gut, das ist eine spannende Frage. Gehen Sie das mal durch, wenn Sie eine Münze in der Tasche haben oder zahlen, das werden Sie ja sehen, was das ist. Das ist ja jedes in jedem Land anders. Frankreich hat wieder andere Symbole als Spanien, Italien habe ich erwähnt. Es ist schön, das zu vergleichen. Wir jedenfalls schneiden nicht sehr gut ab bei den Münzen, weil wir recht einfallslos die D-Mark-Symbole, das kann ich in gewisser Weise verstehen, weil die Sehnsucht nach der D-Mark, das war ein großes Thema bei dem Wechsel zum Euro, aber das reicht nicht aus. Das Zweite ist die Sprache und die Schrift. Ich will hier nur auf die Schrift. Wenn Karl der Große wirklich den Titel der Große verdient, dann vielleicht deswegen, weil er eine Schrift auf den Weg gebracht hat, das ist die karolingische Minuskel, das ist heute unsere Schreibschrift. Wenn Sie jetzt hier in Ihr Buch etwas eintragen, dann tun Sie das als ferne Nachfahrin der karolingischen Minuskel. Das ist in der frühen Neuzeit ein bisschen reformiert worden, aber wir schreiben diese Minuskel, die Römer hatten Minuskel, machen sie das mit Druckbuchstaben, wie man mal in der Schule gelernt hat, es geht viel langsamer. Also das ist schon eine interessante Idee einer Gesellschaft, ein Kommunikationsmittel zu verordnen oder wie auch immer, das so aussah. Und Bücher, das ist das andere, antike Texte, die uns nur bekannt sind, weil sie dadurch erhalten sind. Also kurz und gut, eine lange Speise. Es gab natürlich auch Ansätze muttersprachlicher Dinge, also sowohl im Altfranzösischen, im berühmten Straßburger Eide, wo der eine das in Altfranzösisch und der andere, eine Skalikale, der andere wirklich der Deutsche, die sich da ein entsprechendes Schutzversprechen machen, das ist das. Das für mich wichtigste Thema ist das dritte. Die damalige innere Verbindung war über Münze und Schrift und Buch hinaus die christliche. Das war der Sozialkitt dieser Gesellschaft. Und ich frage Sie, das kann ja nicht mehr heute so sein, haben wir einen vergleichbaren Sozialkitt? Also wenn Sie hier sehen, Rudolf Schiefer, auch einer der wirklich großen, also leider auch sehr früh verstorben, das Verbindende in der Geschichte der Völker Europas geht auf Karl den Großen zurück, insbesondere dessen christliche Ausrichtung. Und mein Nachfolger in Aachen sagt, Karl der Große ist der Wegbereiter und die entscheidende Portalfigur des christlichen Europas. Aber dieses Europa ist heute nicht mehr christlich. Das Christentum ist ein Stück Altertum, ist eine Provinz des Lebens, ist ein Überhang der Tradition. Und die Frage ist, ja, schauen Sie mal, ich habe dieses Bild von Isenheim-Altar. Das war mal in einer entsprechenden Karfreitags- oder Osterausgabe der Frankfurter. Da stand drüber heute ein Kulturschock. Dieser geschundene Kruzifixus, dass viele Menschen haben überhaupt keinen Bezug mehr dazu, zu dem Bild nicht, das ist ja ein großartiger Altar, ja, aber auch nicht mehr zu dem Phänomen, ja, was da beschrieben ist. Und das lässt uns natürlich fragen, wie geht das weiter? Und das ist nach meiner Auffassung die ernsteste Frage, sodass ich noch eine muss noch davor schießen. Es gibt Leute, die sagen, man kann ihn heute nur in globaler
Weise, das ist der Johannes Ried, der sicherlich ein großartiger Kenner dieser Geschichte, hat gesagt, jüngste weltumspannende Völkerwanderung und neu zu formulierende Meistererzählungen für eine Weltgeschichte vertragen sich kaum mehr mit Karls als Vater Europas, Gründungsheros Frankreichs Deutschlands, Schutzherrn der römischen Kirche, Bild eines neuen Konstantin, obwohl alles zu seiner Zeit seine Berechtigung besessen haben wird. Gefragt sei eine globale Perspektive. Ja. Machen Sie mal keine großen global. Das ist schwierig. Es gibt ein Vorbild. Das ist allerdings ein großartiges Vorbild. Vor vielen Jahren gab es einen belgischen Historiker, Henri Perrin. Der hat einmal ein ganz berühmtes Buch geschrieben, Mahomet et Charlemagne, Mohammed und Karl der Große. Was hat der Gründer des Islam und der Gründer, sage ich mal, des mittelalterlichen Europa miteinander gemeinsam? Und das hat er gesagt, das eine wäre ohne das andere nicht möglich gewesen, obwohl die direkt gar nichts miteinander zu tun haben. Der Mohammed mit seinem Islam und der unwahrscheinlichen arabischen Expansion hat die alte römische Mittelmeerwelt verändert. Bis heute hin, was Palästina, Ägypten und Nordafrika angeht, damals bis nach Spanien und dann die berühmte Geschichte mit Tours und Poitiers, kennen Sie alles. Ja, und das ist in der Reconquista dann zurückgedrängt worden, aber die nordafrikanische und die Linie des Nahen Ostens ist bis heute aus diesem Kontext eines Mare Nostrum der römischen Welt. Und damals habe es eine Verlagerung gegeben von der Mittelmeerwelt zum Nordwesten hin. Und diese Verlagerung habe zusammengefügt kein geringerer als am Ende Karl der Große. Und insofern könne man den fernen Gründer des Islam mit diesem fernen Karl dem Großen auf eine indirekte Weise miteinander. Das ist eine globale Sicht und lässt auch viel darüber nachdenken, was man daraus für Konsequenzen zieht. Aber das kann noch nicht alles sein. Auf jeden Fall, das Buch, wenn Sie, das gibt es auch in deutscher Übersetzung, das sollten Sie mal lesen. Das ist ein glänzender Mann in Belgien, ein hochverehrter Historiker, der auch in der Geschichte Belgiens, also kurz und gut, der in Gent Professor war, der aus Verviers stammt, das ist eine Tuchstadt in der Nähe von Lüttich, also von Aachen, nur Steinbuchland entfernt. Also kurz und gut, das ist der eine und der andere. Und das ist meine entscheidende Frage, was bleibt? Ich könnte Ihnen mit Rätsel hier ein solches Szenario hinstellen und sagen, der alternde Karl, der da gestützt steht, ja, von einem Helfer gehalten, zeigt auf seinen Thron und sagt, das müsst ihr sozusagen weiter fortsetzen, diese Reichsidee, die ich gehabt habe. Sie sehen das, vorne im Vordergrund wird Ludwig der Fromme ja nicht gekrönt, er krönt sich angeblich selbst mit einer Krone, die es zu seiner Zeit ja noch nicht gegeben hat. Das ist diese sogenannte Reichskrone. Lass ich mal beiseite. Das ist ein wunderbares Fresko. Ich könnte sagen, das Ganze gibt Hoffnung, ab März können wir 2-Euro-Münzen mit Karl dem Großen in der Hand haben. Es gibt also dann in Erinnerung an den 1275. Geburtstag, hier gibt es dann in der Tat ab März diese Münze. Da haben ja die Bundesländer, das ist auch ein reiner Zufall, Sie erinnern sich, dass Armin Laschet, der nicht nur Kandidat der CDU für den Bundeskanzler war, sondern Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen. Und Armin Laschet ist Aachener und ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein Kind Aachens und Karls des Großen und des Aachener Domes und so. Und er hat gesagt, wenn ich Ministerpräsident bin, dann will ich also, dass auf meine, wenn Nordrhein-Westfalen dran ist, ein Karlsmotiv. Und nur durch ihn haben wir dieses Karl. Und fragen Sie sich, warum kommt das in Nordrhein-Westfalen, wenn die dran sind, so als Symbol. Jedes Land, wenn es, das geht ja rein um, kann so ein Motiv vorschlagen. Also er hat nun Karl den Großen vorgeschlagen. Da sehen Sie wiederum dieses Karlsmonogramm. Das sind diese vier Konsonanten, K-R-L-U-S, Carolus, und diese Raute in der Mitte ist oben ein A und unten ein U und insgesamt ein O, und also sind die drei Vokale, A, O, U, und dann haben Sie noch natürlich den berühmten Vollziehungsstrich, hier das kleine Häkchen, Karl der Große hat dieses Häkchen gemacht, wenn er eine Urkunde sichern wollte, firmieren wollte, und Kammer, Firmato, zack, wenn Sie irgendwas abheften, und vielleicht habe ich heute auch schon gehört, vielleicht ist Karl der Große der Erfinder des Abhack-Häkchens. Das kann nicht die Antwort sein. Wir müssen eine andere Frage stellen, und damit komme ich wirklich zum Schluss. Das ist diese Frage, was bleibt angesichts der schrecklichen Dinge, die wir im Augenblick erleben,
wohin wird die Europa getragen? Oder Europa getragen? Sie kennen das Bild, Max Beckmann, 1933. Also wenn ich dieses Bild sehe, das ist geradezu visionär. Dieser Stier und dieser Europa und so weiter, Bedrohung von Frieden und Freiheit. Dann kommt ein Mann, von dem ich diese Formel auch habe, Jacques Le Goff: Wir müssen eine gemeinsame Kultur schaffen. Und zwar, weil wir unterschiedliche alte, traditionelle Wertmuster haben oder Motive haben oder Vorstellungen haben. Wir haben moderne Denkmuster und wir haben eine Vielzahl unterschiedlicher kultureller Hintergründe. Und sich einmal wird in Hildesheim nicht anders sein als in Aachen. Einmal um sich selbst zu drehen, wenn Sie morgens oder mittags oder was weiß, durch die Stadt gehen, dann sehen Sie das ja. Und wenn es nicht gelingt, diese unterschiedlichen Gruppen durch eine gemeinsame Kultur zusammenzubinden, ja, dann ist es, glaube ich, um Europa geschehen. Das ist eine Überlebensfrage unserer Kultur. Dann bricht eine solche Gesellschaft auseinander, mit Zeichen, die wir heute zum Teil erleben. Und dabei kann Tradition und Moderne eine Rolle spielen, sagt Jacques Le Goff, in der Weise, wir müssen nicht die Tradition wiederholen, das wäre ja völlig falsch, sondern wir müssen überlegen, ob uns nicht etwas Vergleichbares einfällt, wie anderen, meinetwegen Karin Groß eingefallen ist in seiner Zeit. Was heißt es, heute eine gemeinsame Kultur zu schaffen? Das ist die Frage. Und da hatten wir nun einen, dem haben wir zwei Deutungen. Ja, also die Stadt Aachen hat 2018 mit dem französischen Staatspräsidenten diese Kratzpreisverleihung gegeben, den Kratzpreis gegeben oder verliehen. Und da, das habe ich heute auch schon erzählt, hatten wir die Kratzpreisträgerinnen und Träger kommen immer vorher in die Hochschule. Und bei dieser Gelegenheit hatte eine Studentin, die durften wir auch ein bisschen diese Studentinnen vorbereiten, der Elysée hat das alles vorher wissen wollen, es war eine ziemlich komplizierte Geschichte. Aber die wollte die letzte Frage stellen und sagte: Herr Kerner, ich möchte unbedingt dem französischen Präsidenten eine Frage stellen. Da ich sage, was ist denn? Muss es nicht eine gemeinsame europäische Sprache geben? Da sage ich, das ist ja eine interessante Frage, ich ahne ja schon, was Sie als Antwort hören wollen. Und das sage ich Ihnen im Voraus. Ein französischer Präsident wird Ihnen nicht sagen, die englische Sprache ist die gemeinsame Sprache Europas. Das tut er aus tausend Gründen nicht. Nicht zuletzt, weil in Frankreich gibt es ein Ministerium zur Einhaltung der französischen Sprache. Das Englische als gemeinsame Sprache in Europa, obwohl sie natürlich de facto auch schon viel Englisches, die Anglismen übernehmen, ist ja die andere Sache. Und dann hat er aber eine Antwort, die finde ich geradezu ja, visionär. Er sagte, die gemeinsame europäische Sprache ist die der Übersetzung. Wir müssen uns unsere jeweiligen Welten übersetzen. Das eigene, den anderen, das Fremde, uns. Und daraus wird am Ende so etwas entstehen, ein langer, langer Prozess, wie eine vertraute Fremdheit. Die aber im Grunde das eigene, wie auch das Fremde anerkennt. Ich wiederhole diese Formel, ich weiß, wie schwierig das ist. Und er sagt, diese vertraute Fremdheit, das ist der Kern des Europäischen. Eine unwahrscheinliche Antwort. Und ich kann Ihnen nur zum Schluss sagen, helfen Sie alle mit, dass wir diesen Kern des Europäischen gerecht werden, dass wir das eigene und Fremde, dass wir übersetzen, zwischen jung und alt, zwischen so und anders und was weiß ich. Eine riesige Herausforderung und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir so lange zugehört. Nehmen Sie das mit, ja, dann würden Sie mir einen großen Wunsch erfüllt haben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, lieber Kollege Kerner. Ihr habt Max Kerner im Vorfeld eine E-Mail geschrieben und mich wissen lassen, dass es in 45 Minuten nicht geht. Ich habe ihm gesagt, es geht auch 60, es geht auch 75 Minuten, denn ich messe immer einen gelungenen Vortrag an drei Kriterien. Die Aufmerksamkeit, der anhaltende Applaus, der war gegeben. Und jetzt kommt's. Eine gehaltvolle Diskussion. Und dazu lade ich Sie jetzt ein. Wir haben nämlich sehr viel erfahren.
Sie haben in Ihrem Dreischnitt eine Einführung bekommen, eine Bildergalerie, eine Wanderstraße durch Bilder, Vertiefung mit vielen Beispielen, mit vielen Exponaten und ich denke, faszinierend war der Ausblick, was bedeutet Karl der Große für die Zukunft Europas, und wir haben hier wesentliche Dinge gehört, die den Bogen gespannt ein bisschen dagegen war. Mehr als eine Aachener Symbolfigur, aber Einheit in der Vielfalt, deutlich geworden an der ersten europäischen Einheitswährung, dem karolingischen Dinar, der Sprache, der karolingischen Minuskel und letztlich der Kitt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das war die christliche Religion. Ich würde jetzt 10, 15 Minuten brauchen, um diese Vortrag zusammenfassen, das tue ich nicht. Wir öffnen jetzt die Diskussion. Und ich denke, wir haben eine Fülle von Fragen. Das Mikro steht bereit. Und ich bitte Sie, Ihre Fragen zu formulieren. Wir haben mal hier in diesem Saal eine erste Frage, wenn Sie gleich so nett sind, das Mikrofon weiter. Und bitte führen Sie das Mikrofon nahe an den Mund. Wir wollen nämlich auch die Dinge hören. Sie haben einen so wunderbaren Vortrag gehalten, dass ich, wäre ich noch mal Student, würde ich mal Geschichte studieren. Herrlich. Ich war lange Zeit in Aachen am Wolfforschungsinstitut, als Sie das noch kannten und Zahn. Ich bin Zahnschüler. Sie haben den Dom erwähnt und ein Name, der mir damals wunderbar war, wir gingen oft hin, Stefan. Ja, das haben Sie auch noch kennengelernt. Aber was meine Frage ist, Sie wissen viel besser, dass das Karolingische ja bis an die Weser reicht und möglicherweise an die Elbe. Wir haben aber auch einen leeren Thron zu bieten. Eine Legiontageswanderung nach Norden, also in Hannover. Und dieser leere Thron hat aber sicherlich nichts damit zu tun. Es ist interessant für Historiker sicherlich, dass man dort auch einen solchen kultiviert hat. Und gibt es so etwas noch an anderen Stellen, in anderen politischen Gebieten? Vielen Dank. Wir wollen weiter die Fragen sammeln, bitte. Gehen wir in einen anderen Flügel des Hauses, bitte. Leere Throne, Frau Zeichen. Herr Ender. Danke. Ich komme auf den Nationalsozialismus zurück. Wie sind die Nationalsozialisten mit dem Christentum Karls des Großen umgegangen und haben ja auch versucht, ihn in ihre Europavorstellungen einzubetten? Vielen Dank. Weitere Fragen bitte. Also eine dritte muss es sein. Bitte. Ich habe eigentlich nur zwei kleine Fragen. Bitte schön. Eines, ich erinnere mich so als kleiner Junge mal so eine biografische Sache über Karl den Großen gelesen zu haben. Und da fand ich das so faszinierend, dass er sich noch als alten Mann hingesetzt haben solle, das Lesen und Schreiben zu lernen. Stimmt das? Oder ist das auch einer der Mythen? Das andere, nicht weit von hier entfernt, da gibt es ja diesen sogenannten Sachsenhain, den die Nazis dann mal gebaut haben, mit 5000 Findlingen aufgebaut, angeblich wegen des Sachsenschlechters Karl den Großen. Vor 2-3 Jahren oder was meine ich, einen Artikel gelesen zu haben, dass diese Vorstellung auf einem Schreibfehler, Übersetzungsfehler oder sowas, das tatsächlich im Lateinischen bestanden hätte, sowas ähnliches wie die Sachsen wären umgesiedelt worden, Revocati oder sowas. Stimmt das oder ist das auch wieder nur eine wüste These? Ja, also diese beiden letzten Fragen, das ist schon, also das allerletzte ist die berühmte Geschichte mit der Verwechslung der Zahl. Darüber müssten wir ein Pro-Seminar machen. Also Sie können mir mal Ihr Kärtchen geben, ich bin gern bereit, Ihnen das ein bisschen näher auszuführen. Das ist ein Schreibfehler, der in der Tat nachgewiesen worden ist, sodass man also nicht diese große Zahl, sondern eine wesentlich kleinere Zahl heute annimmt. Wenn man diese Quelle ernst nimmt, in der das steht, das ist ja die Voraussetzung, das ist das eine. Das andere war, glaube ich, mit dem, was war die erste Kleinfrage? Die Alphabetisierung. Also da ist Einhard nun auch wiederum sozusagen ein Leitzeuge, der sagt, Karl der Große habe sogar
im hohen Alter, als er nicht schlafen konnte, ja, kleine Wachstäfelchen genommen, unter seinem Kissen liegend und habe dann mit einem Griffel und ungelenker Hand versucht, Buchstaben zu schreiben und zu formen. Ich hatte einen Kollegen, der sagte, Herr Kerner, das wird immer missverstanden, der hat da Kalligrafie geübt, das glaube ich schon mal nein. Also man hätte früher in der Schule gesagt, schön Schreiberei, also Schönschrift. Wir bekamen ja, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen hier wahrscheinlich auch so war, Schönschrift gab es eine Note. Also er hat Schönschreiben geübt, das glaube ich eher nicht. Mit den Sprachen, da Reinhard übertreibt da auch und sagt, er hat sogar Griechisch verstanden. Er muss Lateinisch ein bisschen verstanden haben, denn wir haben durchaus Texte, die ihnen sozusagen begleitende Kommentare abgeben lassen, wenn die da ihre theologischen und andere Probleme diskutierten, dass er sagt, ja, das ist so und das finde ich richtig und so. Also da muss er mehr verstanden haben, als man annimmt, weil das ja dann die lateinische Kommunikationssprache war. Sie können natürlich jetzt noch eine Frage anschließen, was hat er denn überhaupt für eine Sprache ursprünglich gesprochen? Das ist die noch kompliziertere Frage. Da haben wir ja keine Zeugnisse. Und es wird wohl irgendwie ein germanischer Dialekt gewesen sein. Das ist so die Lesart, die man dazu geben kann. Schwierig ist Ihre Frage mit dem Christentum. Also ich denke, dass die Nazis sich damit gar nicht auseinandergesetzt haben. Die haben also der Nationalsozialismus und die christlichen Kirchen ist ja schon mal ein schwieriges Thema. Und da wäre Ihnen der Karl der Große nicht zu Pass gekommen. Sie wollten ihn eher für Ihre robuste Machtpolitik in Europa nutzen. Und da konnten Sie ihn in unterschiedlicher Weise einsetzen. Der hat auch ein Europa geformt. Das war ja auch ein Franke und insofern war kein Sachse, aber ein Franke, ein Germane. Und da konnten Sie ihn als europäischen oder germanischen europäischen Visier. Das wäre eher meine Antwort. Also inhaltliche Auseinandersetzung würde ich auch, habe ich nirgendwo bisher gefunden. Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Wer soll das da gemacht haben? Und das glaube ich ja nicht. Ja, und die andere Frage mit dem leeren Thron. Was waren Sie? Ja, natürlich gibt es den leeren Thron in verschiedenen liturgischen Kontexten. Also wenn Sie einmal schauen, in Rom während der Weihnachtsmesse gibt es immer so einen leeren Thron, da ist das Evangelium ausgebreitet oder so. Ich weiß nicht, ob Sie mal so eine Mitternachtsmesse geschaut haben. Da ist das Christkind, das liegt da drunter. Und darüber ist ein Thron und auf diesem Thron ist eine kostbare Handschrift. Da ist ein Evangelientext oder was immer da. Und dieses Bild des leeren Thrones mit dem Evangelium gibt es auch in Mosaikformen oder in Freskenmalerei an der einen oder anderen Stelle. Also es gehört durchaus zu der, sage ich einmal, christlichen Sakralsymbolik dazu und ist nichts Besonderes. Das Besondere ist hier, dass dieser Thron in dieser gewaltigen Form da steht und dass der natürlich diesen Marmor hat, der angeblich aus Jerusalem, das ist natürlich schon etwas anderes als irgendeinen leeren Thron dahin zu malen oder irgendeinen, was weiß ich was, in welchem Metall auch immer, da in der Peterskirche so einen leeren Thron zu haben. Also ich weiß, dass diese Hintergrund sehr verbreitet ist, es gibt da auch Veröffentlichungen drüber, aber diesen hier, diesen großen Thron so darzustellen, das ist schon einzigartig. Deswegen gibt es auch viele, die sagen, nein, das ist eher unwahrscheinlich. Ja, dann sind wir wieder am Anfang der ganzen Fragerei und können dann Erich Stefani können wir nicht mehr fragen. Das war eine große Gestalt des Aachener Domes, also er war Domkustos und er hat sagenumwobene Führungen gemacht. Die waren so spannend und die sind da insgeheim aufgenommen worden. Und wenn er das wüsste, würde sie im Grabe umdrehen, das wollte er nicht. Und dann hat man die verschriftlicht und wer in Aachen sozusagen beim Oberstadtdirektor, als es den noch gab, oder beim Oberbürgermeister, bekam mal ab und zu so ein Exemplar zugesteckt und so. Ja, und Herrn Zahn, da könnten wir uns gerne, den habe ich sehr gut gekannt, da können wir uns gerne gleich so unterhalten. Ja. Wir wollen die nächste Fragerunde starten. Bitte auf der Seite dieses Fragenflügels. Bitte schön. Ja, ich möchte auf Ihre Bemerkung zu unseren Münzen zurückkommen. Wenn wir die Münzen aus allen Euro-Ländern uns ansehen, sind die ja sehr unterschiedlich. Und das trifft doch eigentlich genau das, was Herr Macron vorgeschlagen hat, wie man sich begegnen soll in der EU, dass man im
im Fremden nah bleibt oder im Nahen fremd ist. Und wenn ich dann auf die Scheine zu kommen, zu sprechen komme, da haben wir ja Brücken. Und das sind europäische Brücken. Ja, also jetzt fordern Sie mich ja geradezu raus. Also diese Brücken, ja, wissen Sie, wie viele Brücken da deutsche Brücken sind? Also das sind ja nationale Brücken. Ja, deutsche ist wohl jetzt keine dabei. Französische sind, glaube ich, drei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich nehme mal von den Französischen ein, die wurden dann verfremdet und der Pont du Gard, eine traditionelle alte Brücke da unten in der Provence, wunderbar erhalten, die haben sie so verfremdet, ich habe mal bei uns einen Bauingenieur gefragt, würde diese Brücke halten? Die würde beim ersten Blick kaufen, sozusagen. Also Brücke nach Europa, verfremdet auf dem Euro. Ja, sie können kein Symbol für Europa sein, oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie führen so nicht zu Europa. Das hat man ja gemacht, weil man sich nicht einigen konnte. Man hat ja auf der Vorderseite so ein ikonografisches Lexikon. Da sind ja Fenster und Türanlagen und was weiß ich was, durch die unterschiedlichen Epochen. Und auf der Rückseite hat man diese Brücken. Auf der anderen Seite, ich habe ja nichts gegen die Münzen, ganz im Gegenteil. Was ich kritisiere, die Einfallslosigkeit der deutschen Entscheidung. Das ist, also wenn wir deutsche Symbole hätten, wie ich habe es ja genannt, man könnte Köpfe, wäre eine spannende Frage, wer repräsentiert eigentlich die deutsche Geschichte oder die deutsche Tradition oder die deutsche Kultur? Das, ich meine, da werden sich von jüngeren Leuten auch wieder ganz andere, gehört ein Martin Luther dazu beispielsweise. Ich würde schon sagen, wäre durchaus ein Angebot. Also man kann ja nochmal diskutieren, das wäre ja spannend, zu sagen, ja, welche deutschen Köpfe, also mein Namensvetter im Fernsehen einschlägig unterwegs, ja, der macht ja solche Geschichten, was ist der berühmteste Deutsche oder was weiß ich was, in langen Verfahren geht das ja da hin und her. Also kurz und gut, da würde ich mir vor allen Dingen auch mit jungen Menschen spannend, da würden Namen fallen, an die würden wir im Traum nicht denken. Aber das ist wichtig, sich darüber zu verständigen. Wir müssen ja, Identität ist ja nicht nur die Identität der Älteren, sondern auch der Jüngeren. Und das meine ich, das muss man riskieren und das sollte man mal erproben, was dabei rauskommt. Universitäten wären ein geeigneter Ort, solche Diskussionen mal zu führen. Wir wollen weitere Fragen sammeln, bitte. Was kommt noch aus dem Publikum? In der zweiten Reihe mehr. Schöne Wünsche. Eine kleine Anmerkung, 2012 ist die Michaeliskirche auf die 2-Euro-Stück vermerkt. Ja. Also, das. Da hatte Niedersachsen wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Hat aber einen großen, großen Kampf gekostet. Und da schließt jetzt von der Götte Michaelis. Sehr schön. Nehmen wir das auf. Weitere Fragen bitte, Herr Wieser, danke für die Frage von Herrn Götz. In Lübeck sind eigentlich noch also die Roland-Stationen, die in einigen deutschen Städten noch stehen, oder auch das Roland-Lied, inwiefern sind das noch Themen für die Zukunft so, also wissenschaftlich? Ja, die Frage dürfen Sie ja erstmal selbst beantworten. Ich höre schon aus Ihrer Frage raus, dass das Ihnen nichts mehr sagt. Er fragte nach der Rolandstradition. Ja. Also in Bremen oder nicht nur in Bremen, es gibt ja ganz Europa, gibt es diese Rolandsgeschichten. Und Sie müssen das je eigens, das ist natürlich wiederum eine Geschichte für sich, eine Erinnerungsgeschichte. Eine gewisse Zeit hat es für richtig gehalten, diese Rolandstradition aus unterschiedlichen Motiven zu realisieren und dadurch entstehen solche Statuen und solche Rolandsfeiern. Ich habe mal eine Kroatin kennengelernt, die hat mir so ein ganz dickes Buch über diese Rolandstradition in Europa geschenkt. Das müssen Sie je auch, ob das heute noch eine Gültigkeit hat, da bin ich auch sehr im Zweifel. Ja, aber Sie müssen fragen, wofür stand das? Wofür steht der Roland, was ist das für ein Vertreter? Für die Franzosen ist das Rolandslied sozusagen ein Nationalepos. Also das ist der erste Text, der in dieser Altfranzösischen auf diesem hohen Niveau. Also jeder Romanist würde Ihnen sagen, ja, Roland, der Rolandsmythos, das ist aber ein anderer Roland, als zwar dieselbe
Namensgebung, aber in der Erinnerung ein anderer Roland, als der in Bremen gefeiert wird. Und da können Sie quer durch Europa gehen und solche unterschiedlichen. Ich würde mich schwer tun, das wäre eine schon detailliertere Frage. Sie wollen ja wissen, ob das noch eine Bedeutung hat. Für die Franzosen zweifellos, aber nicht für alle. Aber ich denke, die Franzosen haben, jedenfalls die Begeisterung, die ich immer höre, wenn ich da den Namen Roland oder Roland, das schließe ich daraus, dass es gibt sogar ein kleines Reklambüchlein, wo das Rolandslied dann noch übersetzt ist von einem Aachener Kollegen, der immer mir vorschwärmt, wie wichtig diese Rolandstradition für Frankreich ist. Es gibt auch eine deutsche Rolandstradition, die ist aber nicht so stark. Und es gibt diese städtische, also Bremen ist beispielsweise das deutliche. Vielen Dank. Ich würde gerne einige Fragen anschließen, wenn es keine weiteren aus dem Publikum mehr gibt. Eine Frage haben Sie ja selbst aufgeworfen. Sie haben einleitend auch von jenem Informatiker gesprochen, der die Existenz von Karl dem Großen angezweifelt hat. Und die Wissenschaft, sagten Sie auch, habe sich damit sogar auseinandergesetzt. Welche Gründe konnte denn dieser Informatiker dafür ins Feld führen, dass es Karl den Großen gar nicht gegeben habe? Zweite Frage, Sie haben viele Bezeichnungen in Ihrem Vortrag erwähnt, Heiliger, Idealherrscher, Glaubenskämpfer, Gottesstreiter, Stadtgründer, germanischer Recke, Freiheitskämpfer für Europa gegen den Bolschewismus. Was ist eigentlich Karl der Große für Sie? Kann man ihn als den Kultureuropäer bezeichnen oder den Vorläufer von Kultureuropa? Und ein Angebot. Eine andere Frage noch. Barbarossa hat ja auch dazu beigetragen, dass Bernward und Godehard heilig gesprochen worden sind, also in der Stauferzeit. Was hat denn Barbarossa so bewegt und so motiviert, diese Heiligsprechungen vorzunehmen? Auch von Karl. Er hat sich ja damit praktisch versucht, vielleicht in eine Tradition hinzustellen, aber er hat sich ja damit selbst, ich sage es nicht abgewertet, aber in den Schatten dieser Vorgänger, Bischöfe, Kaiser gestellt. Und ist das einzuordnen? Wie sind diese Heiligsprechungsbemühungen, Bestrebungen, Unterstützungen durch Barbarossa zu erklären? Also Sie haben drei Fragen gestellt. Das eine ist, hat er überhaupt gelebt? Das ist diese Heribert Illich-Geschichte, dieses Informatikers. Ja, der Illich hatte im Grunde eine gar nicht falsche Beobachtung. Der hat gesagt, der julianische Kalender und der gregorianische Kalender, da, wenn ich das nehme, dann fehlen uns eine bestimmte Anzahl von Jahren. 200 oder 300 Jahre fehlen uns da. Und wenn ich dann Karl den Großen, das ist ja die Zeit des julianischen Kalenders, da kam er nun auf die abenteuerliche Idee, ja, dass diese Jahrhunderte nun justament in diese Zeit fallen. Das, ich habe mit ihm mal öffentlich diskutiert, das war ein Chaos. Also dann habe ich immer gesagt, Herr Illich, das kann doch sozusagen, wenn diese Jahrhunderte gefehlt haben, dann ist es ja nicht nur Karl der Große, der da fehlt, sondern da könnte ich ihn viele andere nennen, die da auch gefehlt haben müssen. Und das war das eine. Das andere war, dass er, also er hat dann gesagt, hat gar nicht gelebt und die Arme Marienkirche ist nicht karolingisch und das ist alles im 1100 und er hatte sinnigerweise das dann schließen lassen. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts ist sie sozusagen die Lücke geschlossen und da gab es noch einen Karl, der hieß Karl der Einfältige. Und der wurde zwar nicht geboren, musste aber sterben, weil nach Illichs Grenze sozusagen das wieder sozusagen zählt. Da sage ich, Herr Illich, Sie kommen ja in Teufelsküche. Ja, wenn Sie solche Schnitte machen, hier vorne stehen, da schneiden Sie sozusagen bei bestimmten Personen sozusagen das halbe Leben weg. Geboren ist er nicht, das ist die Zeit ja nach Ihrer Rechnung gar nicht gab. Gestorben muss er wohl sein, weil er da wieder in der Zeit zählt. Also das ist ja, ich will das jetzt nicht qualifizieren. Das ist aber das Interessante an der ganzen Geschichte, das hat mich schon nachdenklich gemacht, der hat ja die ganzen Medien auf seiner Seite gehabt. Nicht er war derjenige, der was beweisen musste, sondern wir mussten beweisen, ja, dass er Unrecht hat. Also, das müssen Sie mal, die Medien wären an unseren Thesen, also beispielsweise diese ganzen Berechnungen, wir haben eine Urkundenlehre, da gibt es eine ganze
dicke Bücher drüber, wie die bewährt zu bewerten sind und die Echtheit und Unechtheit einer Urkunde. Das ist das Triumvirat et falsi, ist das Hauptgeschäft eines Urkundlers oder eines Diplomatikers, wie man das in der Fachsprache nennt. Da kommt er hin und wischt das alles weg und sagt, er habe gelesen, im Mittelalter gäbe es viele Fälschungen und dann gäbe es diese Zahlengeschichte mit dem Kalender, also hätte Karl der Große nicht gelebt. Also ich meine, ich vereinfache das jetzt, aber das war im Grunde. Und wir mussten dann immer hinterherlaufen. Ich weiß noch, Rudolf Schiefer, damals im Deutschen Archiv, sagte, ich muss ich mich mit diesem schrecklichen Illich da auseinandersetzen und diesen Thesen. Ja, das ist so. Also die Medien, da sind die natürlich ganz heiß drauf, dann hat er gar nicht gelebt. Und das ist natürlich eine Story. Wenn Sie mit irgendeiner seriösen Geschichte kommen, haben Sie gar keine Chance, wenn Sie sagen, langweiliges Zeug, da interessiert keine Chance. Und dann ist es plötzlich, also so viel Fern zu lächeln. Es ist ruhiger geworden für ihn, um ihn. Er hat dann eine eigene Zeitschrift herausgegeben. Er war auch im strengen Sinne kein Historiker, er war ein Informatiker. Das ist ja ein gutes Recht, ein Informatiker zu sein. Aber er begibt sich dann auf Felder, von denen er nur bedingt als ausgewiesen bezeichnet wird. Das ist also so viel zu wenig. Zweite Frage war mit dem Kultureuropäer. Bin ich sofort einverstanden. Nein, also Sie können, müssen den Karl den Großen natürlich kritisch bewerten. Aber er hat natürlich dieses Riesenreich schon zusammengebunden und hat das mit Mitteln gemacht, die zum Teil sehr robust waren, was das Militärische angeht. Aber was das Kulturelle, auch was das Religiöse, diese ganzen Klostergeschichten und Bistumsgründungen, was da alles zusammenkommt, das ist schon eine Leistung. Und über die Kultur mit der Schrift habe ich Ihnen ja schon gesagt. Und er hat Texte, also ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit Ovids Liebeskunst auseinandergesetzt haben, der Arsamandi. Ja, die hätten wir gar nicht, wenn es nicht Schreiber gegeben hätten, die uns diese Texte erhalten haben. Dass Mönche sich in ihren Klosterschreibstuben für die Liebeskunst des Ovid zu interessieren, lässt einen ja auch in mancherlei Nachdenklichkeit verfallen, aber das ist wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches. Oder beispielsweise, da gibt es einen Lucrez, ein unwahrscheinlich toller Autor der antiken Welt, ein Naturphilosoph hätte man gesagt, der hat über das Nichts, die Nihilo Nihil Digni, aus dem Nichts kann nichts entstehen. Damit ist die Schöpfungstheologie sozusagen kaputt, am Ende. Gott kann aus dem Nichts nicht, aus dem Nichts kann nichts entstehen. Ja. Dann hat Karl der Große, ist hingegangen, hat den Text abschreiben lassen und hat alle möglichen Leute, ihr müsst mir das mal erklären, wie werden wir fertig mit einem solchen Mann? Ob die nun überzeugende Antworten gefunden haben, aber dass sie es überhaupt gemacht haben, dass sie sich auf eine solche Auseinandersetzung eingelassen haben, das muss ich sagen, finde ich schon gut. Also mehr noch als ein Kultureuropäer, sondern ein Kulturvermittler. Ja. Ein europäischer Kulturvermittler. Ja, ist vielleicht besser. Und also weil er uns Instrumente an die Hand gegeben hat, also mit logischen Schriften oder der Fried hat das ja alles sehr schön herunterdekliniert, das kann man in der Tat viel versagen. Oder schauen Sie mal die Aachener Marienkirche, das ist schon der heutige Dom, das ist schon ein großartiges Bauwerk. Ja, das eine solche Kuppel in dieser Höhe zu bauen, dazu war man ja gar nicht mehr in der Lage, Kuppel zu bauen, jede Kuppel flog da sozusagen in sich zusammen. Das ist schon eine Leistung. Da hat er sich die besten Leute geholt. Die hatte er nicht diesseits der Alpen, sondern das musste er nach Norditalien oder musste vielleicht über Norditalien auch noch ein bisschen weiter, über Ravenna nach Byzanz, also in das alte Konstantinopel, in das heutige Istanbul. Also ich denke schon, dieser Kulturtransfer ist schon eine wichtige Geschichte. Und das ist ja auch ein Punkt, wo Sie sagen, Aachen und Karl der Große haben alle Berechtigung durch diese Wissens. Die Vermittlung durch die Wissenszentrierung und Kumulation hat auch die RWTH Aachen in gewisser Weise auch. Ja, das soll ja gut, das hören Sie. Nein, das können Sie noch festreden. Sagen, also wenn die Technische Hochschule, was weiß ich, was 200 Jahre alt wird, so alt ist, 150 ist sie gerade alt, ja, da können Sie sagen, wir stehen hier nur und entwickeln den Maschinenbau dieses oder der Eck, weil keine große, ja, hier auch so einen gelehrten Zirkel. In gewisser Weise ein bisschen ist dran. Ja, also die gelehrte Situation an einen Ort zu fokussieren und das dann zu betreiben. Und ich habe das heute Nachmittag auch schon mal gesagt, sich die besten Leute zu holen, um die anstehenden Fragen. Das würde ich für unsere Gesellschaft auch für eine schöne Regel halten, wenn man daran sich ein bisschen orientieren könnte oder wollte. Meine Damen und Herren.
Dank, lieber Kollege Kerner, für diese fantastischen Ausführungen, großartig bebildert, herzhaft vorgetragen, mit Werbe, mit Witz und Esprit und vor allen Dingen Substanz. Ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Vortrag. Es war ein Highlight, ein Höhepunkt, sage ich mal deutsch. Ein Höhepunkt für unsere Reihe. Herzlichen Dank. Ja. Freue mich sehr. Jetzt weiter. Wir gehen nach Südosteuropa zu einem ganz aktuellen Thema. Es geht um den oder das, beides kann man sagen, Kosovo. Und es wird der Historiker, Politikwissenschaftler und derzeit aktuelle Botschafter des Kosovo in Berlin, Faruk Bajeti, zu uns sprechen. Kosovo, der Weg zur Staatswerdung, also die Zeit von 1989 bis 2008. Und er hat auch in unserer Reihe ein Buch geschrieben über die österreichische Kosovo-Politik. Von den 80er Jahren bis in diese Zeit der Selbstständigkeitserklärung. Und da wird, denke ich, für Sie wieder neuer interessanter Diskussionsstoff dabei sein. Einen schönen guten Abend. Danke.